Wir schweigen uns zu Tode, meine Damen und Herren, könnte man meinen. Denn über den Klimawandel reden, ach, zumindest nicht Fernsehmoderatoren, Radioleute, die Macher der wichtigsten Zeitungen in Deutschland, die fanden das bisher ziemlich langweilig. Sie redeten in den vergangenen Monaten viel über Angela Merkels Flüchtlingspolitik und lieber nicht über das, was wirklich zum Fürchten ist, die Überhitzung des Planeten. Doch dann kommt der Montag, vor 4 Tagen, 22.15 Uhr. Moderator Ingo Zamperoni beginnt die Tagesthemen mit den Worten, egal von wo man es betrachtet, vom Erdboden oder von der internationalen Raumstation aus, es gibt keinen Plan B. Wir haben nur diese eine Erde, auf der wir leben, aber die Menschheit ist mit allem Eifer dabei, diese, ihre einzige Lebensgrundlage, zu zerstören. Das hört man so selten im Fernsehen. Dann kommen Dienstag und Mittwoch. Ingo Zamperoni kommt wieder auf den Klimawandel und es bleibt nicht bei einer Randnotiz. Wie in anderen Medien auch. Da ändert sich was, meine Damen und Herren. Jeder ahnt, so geht das nicht weiter. Diese extremen Wetterlagen, verdorrte Felder, andernorts Wolkenbrüche, diese Flucht, die Tausende auf der südlichen Halbkugel auf sich nehmen. Die Risiken, sie sind längst nicht mehr abstrakt, sondern wir sind mittendrin. Viele wollen da nicht mehr mitmachen, das nicht so hinnehmen. Zehntausende demonstrieren im Hambacher Wald, der mittlerweile zum Symbol geworden ist für den Streit um den Klimaschutz. Da tut sich allerorten was, obwohl in der Regierung nicht. Zumindest tut sich da nicht genug. Als die EU-Umweltminister diese Woche über die Treibhausgase von Autos berieten, stoppte, das wissen Sie alle, ausgerechnet Deutschland, das Land der sogenannten Klimakanzlerin, die strengeren Grenzwerte, meine Damen und Herren. Deshalb müssen wir reden und wir wollen reden, wie lässt sich der Kampf gegen die Erderwärmung gewinnen. Herzlich willkommen zur Veranstaltung Kurswechsel 1,5 Grad, die Grenzen des Wachstums bei der Lösung der Klimakrise. Schön, dass Sie alle da sind. Mein Name ist Hanna Gersmann, ich bin Journalistin hier in Berlin und werde Sie die nächsten gut 2 Stunden begleiten. Twittern Sie gerne, etwa unter 1,5 oder unter Hashtag Degrowth. Zunächst begrüßt Sie nun aber eine unserer 3 Gastgeberinnen und Gastgeber, Barbara Unmüßig, die Vorständin der Heinrich-Böll-Stiftung. Barbara Unmüßig, bitteschön. Ja, ganz herzlichen Dank, Hanna, für diese schon mal gute Einstimmung und auch über den Bogen, den du gespannt hast. Ich möchte Sie im Namen unserer 3 Veranstalterinnen ganz, ganz herzlich begrüßen. Die Heinrich-Böll-Stiftung, Miserior und der BUND sind die Organisierer dieser Veranstaltung und ich glaube, das ist schon in sich ein ganz schönes, starkes Bündnis und ich freue mich über die Kooperation, dass sie geklappt hat. Wir tun das ja auch auf vielfältige Weise und diese Veranstaltung hier ist ein Ausdruck davon, dass wir uns zusammenschließen müssen, dass wir unsere Kräfte bündeln müssen, dass wir gemeinsam handeln müssen. Das, glaube ich, ist auch eine Lektion für die Zivilgesellschaft, unseren Akt zusammenzubringen. Herzlichen Dank auch für alle, die vorbereiten geholfen haben. Ich möchte mich ganz herzlich bei Herrn Rockström bedanken, der sich heute Abend für uns Zeit nimmt. Sie kennen ihn vom Stockholm Resilience Center. Er ist der Protagonist und der sozusagen auch der Erfinder des Konzepts der planetaren Grenzen. Davon wird er heute Abend referieren. Und dazu, und für die, die es noch nicht wissen, Herr Rockström wird die Stelle antreten, die Herrn Schellenhuber sozusagen hinterlässt, nämlich die Führung gemeinsam mit Herrn Edenhofer des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Ich möchte Ihnen hier schon und von dieser Stelle aus alles Gute und viel Erfolg für diese neuen Aufgaben wünschen. Ja, der Anlass für diese Veranstaltung ist definitiv der Sonderbericht des Weltklimarats, der am Montag am 8.10. erschienen ist und den wir alle, glaube ich, mit großer Spannung erwartet haben, weil es war nicht wirklich klar,
was die Botschaften sein werden in diesem Bericht des Klimarates. Man muss einfach auch wissen, das ist ein großes Gremium, das nicht nur aus Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern besteht, sondern eben auch ein Gremium, das dann den Sonderbericht politisch absegnen lassen muss. Und von daher ist es jetzt nicht nur die pure Wissenschaft, die wir da präsentiert bekommen. Und auch innerhalb der Wissenschaft gibt es ja unterschiedliche Sichtweisen, wie zum Beispiel 1,5 Grad vielleicht noch erreicht werden kann oder wie viel Kohlenstoffbudgets wir eigentlich überhaupt noch zur Verfügung haben, um 1,5 Grad zu erreichen. Wir, und ich glaube, das kann ich für alle drei Veranstalterinnen sagen hier, ich glaube, wir sind ganz erfreut über die zentralen Botschaften dieses jüngsten Berichts. Wie können wir, dieses Sonderberichts, wie können wir 1,5 Grad erreichen? Weil die zentrale Botschaft ist, 1,5 Grad sind machbar. Dass wir dafür, und auch das sagt der Bericht, radikale Emissionsreduktionen brauchen. Eine, das habe ich selten gehört in solchen Berichten, eine Dekarbonisierung der Weltwirtschaft, die sofort einzuleiten ist, um bei 1,5 Grad zu bleiben. Dass wir eine Vielzahl transformativer Pfade brauchen, die sich eben auf alle Sektoren, auf Energie, Verkehr, Landwirtschaft beziehen müssen und nicht nur auf die Energiethematik. Und das ist uns auch ganz wichtig, weil wir sind ja auch Umwelt- und Naturschutzorganisationen, dass wir, wenn wir 1,5 Grad erreichen wollen, unbedingt den Erhalt noch existierender und funktionierender Ökosysteme, vor allem der Wälder und Moore, brauchen und dass wir investieren müssen in die Regenerierung von natürlichen Ökosystemen. Da, wo noch nicht irreversible Schäden entstanden sind, kann sich Natur eben auch erholen, wenn wir uns anstrengen. Und wir wissen auch, und das war das Gute an der Berichterstattung der letzten Tage, 1,5 Grad sind absolut notwendig, weil wirklich jedes Zehntel Grad zählt, um die Auswirkungen des Klimawandels für die Menschen und für die Ökosysteme wirklich zu begrenzen. Die neuere Forschung, die ja auch in diesem Weltklimabericht, jetzt in diesem Sonderbericht verankert ist, zeigt, dass wir 2 Grad globale mittlere Erderwärmung ganz bestimmt nicht als sicher betrachten dürfen für die Menschen. 1,5 Grad Erwärmung, wir sind jetzt bei 1,0, birgt erhebliche Risiken für Menschen und Ökosysteme. Und hier geht es auch wirklich nicht nur um Risiken, sondern es geht auch um Tod und Leben für viele Menschen, die in den Fluten ertrinken, die in den Stürmen umkommen, die ihre Heimat verlieren und so weiter. Wir wissen auch, und das ist Ergebnis auch neuerer Forschungen, auch zum Beispiel vom Potsdam-Institut oder vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, dass zwischen 1,5 und 2 Grad mittlerer Erderwärmung wir mit dem Abschmelzen der Polkappen rechnen müssen. Das ist einer dieser berühmten Kipppunkte, die kaskadenartige Wirkung erzielen können, von denen wir noch gar nicht wissen, wie sie ausgehen werden, diese Wirkungen. Und wir eben einfach deshalb wissen, dass wir in den nächsten und im Verlauf der nächsten Jahre wirklich zwischen 1,5 und 2 Grad mindestens stoppen müssen, wenn wir nicht zahllose Kipppunkte im Klimasystem auslösen wollen, mit mehreren Metern, mit vielen Metern Meeresspiegelanstieg und so weiter. Was wollen wir mit der Veranstaltung heute Abend vermitteln? Erstens, dass definitiv die Notwendigkeit des Handelns dringlicher denn je ist. Danke, Frau Gerstmann, dass Sie erwähnt haben, wie peinlich es ist, auch für die Bundesregierung, dass mitten in diesen Sonderbericht des UN-Klimarates hinein es klar wird, wie sehr Deutschland zum Klimabremser geworden ist. Zum Klimabremser, wenn es darum geht, dass die EU mit ehrgeizigen Zielen zur nächsten Klimakonferenz nach Katowice fährt. Ein Bremser dabei, wenn es darum geht, radikalere Emissionsziele für die PKWs zu definieren innerhalb der EU. Alles geschehen in dieser Woche. Das ist unverantwortlich, zukunftsvergessen und aus meiner Sicht auch für uns als Zivilgesellschaft eine Aufgabe hier dieser Bundesregierung,
klar zu sagen, das ist Realitätsverweigerung und es ist eine Politik, die auf Kosten gegenwärtiger und zukünftiger Generationen geht. Die Ignoranz. Man kann auch manchmal sagen, diese Ignoranz, die ist schon extrem, auch wenn sich Frau Merkel gerne als Frau der Mitte und des Maßes bezeichnet. Aber diese Realitätsverweigerung ist extrem. Wir möchten heute mit dieser Veranstaltung aber auch noch mal darauf verweisen, dass die Klimakrise nicht die einzige Krise ist in dieser Welt, sondern dass wir es miteinander verschränkten Krisen zu tun haben. Wir haben es mit bereits überschrittenen planetaren Grenzen zu tun. Wir haben es mit massiver und steigender Ungleichheit zu tun. Und die dritte, vor unseren Augen sich ja ebenfalls abspielende große Krise ist der Abbau von Demokratie, von demokratischen Spielräumen, der Aufstieg von Autokratien und Nationalismen, Closing Spaces gerade auch für die Zivilgesellschaft überall, die es ja schwer macht, den Kampf zu führen, den wir führen müssen, wenn Politik zum Handeln getrieben wird. Und wir müssen, und das wollen wir auch hier heute Abend tun, diese Krisen zusammendenken, weil wir können keine Lösungen erfinden, die auf Kosten der Lösung der anderen Krisen geht. Das, denke ich, ist sehr, sehr wichtig, diese Krisen als verwoben miteinander zu betrachten. Davon ein Beispiel hier vielleicht kurz. Welche Art von Landwirtschaft brauchen wir? Wir wissen, dass wir raus müssen aus der industriellen Landwirtschaft mit hohem Input, hohen von Dünger und Pestiziden, hohen Emissionen. Wir haben es mit einer extrem vermachteten Agroindustrie zu tun. Und wir wissen auch, dass sich Aktivistinnen, die sich gegen Landnahme und Landraub zur Wehr setzen, ganz schnell ins Visier von autokratischen Regimen geraten und kriminalisiert werden für ihren Widerstand gegen Landraub zum Beispiel. Die Verflechtung der Macht zwischen Staaten und Regierungen und Konzernen ist enorm. Und dann kann eine Technologie, die zum Beispiel helfen soll, sogenannte negative Emissionen zu kreieren, wie BECCS, sehr große negative Effekte haben. Weil mit dieser Technologie sollen ja unter anderem erstens Energien erzeugt werden, diese Energien sollen gesammelt werden, also als Storage, CO2-Emissionen sollen, die durch die Energieerzeugung entstehen, gesammelt werden und dann in die Böden verpresst werden. Und um das alles zu machen, brauchen wir unendlich viel Biomasse. Und genau diese Biomassenproduktion zur Energiegewinnung und dann eben zur Verpressung der dabei entstandenen CO2-Emissionen, die wird eben genau dazu führen, dass die Landnutzungskonflikte, der Verlust von Biodiversität sich noch weiter verschärfen werden und dabei, weil das Großtechnologien sind, wir ganz bestimmt nicht bei einer dezentralen, auch den Armen dienenden Energiewende landen werden, sondern letztlich bei einer neuen Machtkonzentration derer, die diese Technologien in der Hand haben. Wir alle wissen, dass wir verschiedene Reduktionspfade brauchen und Entwicklungspfade dafür, 1,5 Grad zu erreichen. Wir haben, und dazu hat die Stiftung auch eine Studie veröffentlicht, allerdings schon auch gesehen, so gut wir den IPCC-Bericht finden, also den Weltklimaratsbericht finden, dass wir sehen, dass doch ganz viele der Modellierungen des Weltklimarats darauf setzen, dass wir so weiter produzieren und konsumieren können wie bisher. Das finde ich ein wenig paradox und ich hoffe, dass wir heute darüber diskutieren, dass wir in einer begrenzten Welt kein unbegrenztes Wachstum brauchen können und den Verbrauch von Rohstoffen es nicht geben kann, weil er ebenfalls Probleme vor Ort verursacht, Emissionen erzeugt, Knappheit produziert und eben auch Menschen sehr stark in Ungerechtigkeit stürzen kann, so wie wir heute Rohstoffe auf der Welt produzieren. Wir möchten also heute Abend auch über Ungleichheit, Suffizienz, also wie kommen wir dazu, dass weniger mehr ist, diskutieren und wie können wir eigentlich uns ein Wirtschaftssystem vorstellen,
dass die planetaren Grenzen als normative und politische Eckpunkte akzeptiert. Darum geht es uns heute Abend. Ich möchte nur noch ganz kurz, und ich hoffe, die liegen dann auch aus, auf die diversen Publikationen der drei Organisationen verweisen. Wir haben für die Heinrich-Böll-Stiftung eben diese Kurzstudie gemacht, die sich unter anderem mit den Wachstumsmodellierungen des Weltklimarates auseinandergesetzt hat. Und wir haben eine Textkollektion gemacht dazu, wie eigentlich von der Basis von unzählig vielen Menschen auf dieser Welt längst gezeigt wird, wie radikale Reduktionsemission stattfinden kann und dabei gleichzeitig Gerechtigkeit produziert wird. Dazu haben wir eine Textsammlung gemacht, auch die können Sie mitnehmen. Ja, auch da denke ich, spreche ich für Miserior, den BUND und für uns in der Heinrich-Böll-Stiftung. Das Klimaziel 1,5 Grad ist erreichbar. Das hat uns nochmal dieser Klimabericht und der Sonderbericht ganz klar gebracht. Wir müssen diese Herausforderung annehmen, schnell, radikal und gleichzeitig sozial. Wir drei Organisationen vertreten dieses soziale und ökologisch gerechte und ich wünsche uns jetzt einen schönen und gedeihlichen Diskussionsabend und gebe weiter an Hanna Gerstmann. Barbara Unmüßig, ganz herzlichen Dank. Noch können wir was ändern, aber diese Änderungen sind auch wirklich bitter nötig. Das hat Barbara Unmüßig deutlich gemacht. Das macht der Sonderbericht des Weltklimarates deutlich. Die Frage ist, was bedeutet das denn nun eigentlich genau und was muss ich da politisch tun? Das kann uns keiner besser erklären als Johann Rockström, denn er ist einer der bedeutendsten Nachhaltigkeitswissenschaftler weltweit, haben Sie gerade gehört. In Deutschland haben wir ihn bisher noch nicht so oft zu hören bekommen. Das wird sich ändern, sobald Sie dann beim Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung sind. Please welcome Johann Rockström. Hm. It's wonderful to have you with us. Thanks for coming. The floor. Schön, dass Sie da sind. Danke, dass Sie gekommen sind. So, guten Abend. So, it is, as Barbara pointed out, a very special week. Barbara hat ja schon gesagt, das ist eine besondere Woche. Wir müssen uns ja daran erinnern, was vor 3 Jahren passiert ist. Am Ende der Paris-Konferenz waren wir nicht sicher, dass 2 nicht machbar ist. 1,5 war eine Konzession an die Inselstaaten. Da war ein gewisses Unwohlsein da auf dem IPCC-Tisch für eine Temperatur, die wir nicht wirklich als ein Risikolimit betrachtet hatten. Und war sich die Frage auch, war das wirklich relevant, diese wissenschaftliche Anstrengung dazu? Aber jetzt haben wir so viele wissenschaftliche Erkenntnisse. Da wissen wir jetzt, dass 2 Grad nicht mehr reicht. 1,5 Grad ist wichtig, müssen wir erreichen, wenn wir überhaupt noch eine Chance haben wollen. Das ist für mich natürlich gut, denn 2009 haben wir schon die ersten planetaren Grenzen vorgestellt und da hatten wir 1,3 Grad gesagt. Das heißt, für eine langfristig brauchen wir diese 1,3. IPCC respektiere ich. Viele Kollegen sind auch vom Potsdam-Institut, sind auch führende Autoren dieses Berichts, der am Montag veröffentlicht worden. Das ist das Mindeste. Das ist der Mindestnenner in der Wissenschaft. Und wenn wir das dann durch einen osmotischen Filter schicken, wenn das kollidiert mit der Politik, ja, dann können wir sicher sein, dass IPCC der Boden ist und nicht sozusagen der Horizont, die Pioniere der Wissenschaft. 1,1 sind wir schon, wie Barbara Unmüßig gesagt hat. Die Botschaft ist ja folgende. Wir sind seit der letzten Eiszeit noch nie so warm gewesen auf der Welt sozusagen. Wir kommen zu einem Punkt, wo wir an der Grenze haben, was jetzt die Gletscher angeht,
seit dem Pleistozän nie so wenig sozusagen. Das heißt, 2018 geht in die Geschichte als das erste Jahr, in dem wir anthropogene Erderwärmung, extreme Ereignisse amplifiziert, die überall auf der Welt zuschlagen, von den Fluten, überall auf der Welt, den Klimafolgen, Kalifornien, Brände, dann hatten wir die Trockenheit in Australien und auch noch diese Feuer, die gehen noch weiter, Brände in Australien, die sind immer noch da. In Kanada, Hitzewellen, Flut, Kerala, enorme Flut, die den ganzen Staat von Kerala zerstört hat. Das muss von null aufgebaut werden. Enorme Hitzewelle, noch nie so hohe Temperaturen auf dem afrikanischen Kontinent. In meinem eigenen Land müssen wir die ganzen Geografiebücher neu schreiben in Schweden, weil wir haben jetzt bestimmte Ecken, wo wir hingehen können. Da waren früher Gletscher. Und es gab eine Gletscherkonferenz bei Obama. Das bedeutet, dass 2% Erderwärmung, 5% Erwärmung in der Arktik bräuchte. 5 Grad ist keine gute Sache. Ja? Das würde jeder, auch sozusagen Skeptiker, zugeben. Aber durch diese Amplifizierung haben wir enorme Effekte. Und das sehen wir jetzt schon überall auf der Welt. Ich würde argumentieren, dass die wichtigste wissenschaftliche Botschaft für die Menschheit in den letzten 20 Jahren folgende ist. Das kann sich in dieser Gleichung darstellen. Das ist das, was Barbara ja schon gesagt hat. 1,5 muss in einen größeren Kontext gestellt werden. 1,5 Grad muss in den Kontext der Stabilität der Erdensysteme gesetzt werden. Es ist schmerzlich zu sagen, aber der Kampf ist nicht Paris umzusetzen, sondern uns die Entkarbonisierung der Kraftstoffe, das ist noch das Einfache. Nein, wir müssen das internationale, das Ökosystem international managen, in allen Bereichen. Insbesondere was die Biodiversität ist, da kommt diese Resilienz her, da kommt die Carbonsenken her, da sind die Absorptionsfähigkeiten da, um den Planeten stabil zu halten. Und das kommt aus der Klimaforschung der letzten 10 Jahre. Einmal ist es so, wir haben jetzt die wissenschaftliche Beweislage, klar, wir sind der größte Treiber von Veränderung auf der Welt, anthropogen, anthropozän. Aber wir wissen, dass es ein bestimmtes System, eine moderne Welt noch erhalten kann. Wenn wir die Verantwortung für alle Menschen übernehmen wollen, für 9 Milliarden Menschen bald, dann ist Holozän der Status. Und das wird immer schlimmer. Die Erde ist resilient. Langfristig kann sie nur inkremental sich verändern. Wenn es kann unnachhaltige Missbrauch puffern. Aber abrupt geht es dann plötzlich los und dann geht es zu einem Punkt, wo alles amplifiziert wird. Das sind diese Kipppunkte. Der nächste Schritt ist dann die planetären Grenzen. Wenn wir der größte Treiber von Veränderung sind auf der Welt, wenn wir den Holozän als unseren Garten Eden haben wollen und wenn wir dann nonlineare Änderungen nicht haben wollen, dann ist die Frage, welche Umweltprozesse brauchen wir, um stabil zu bleiben? Und zweitens, was sind die quantitativen Ziele, in denen wir einen sicheren Betriebsrahmen haben, wo wir eine Chance für die Zukunft haben, jenseits dessen wir aber unsere Systeme destabilisiert haben? Das ist diese planetarischen Grenzen. Das ist einfach nur die nächsten Schritte gehen, die wir jetzt wissen, machen zu müssen aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse. 1,5 Grad. Das ist Biodiversität, es ist Land, Klima, es ist alles.
Und wir interagieren hier in einer falschen Richtung. Und was jetzt die Kippelemente angeht, da kann ich Ihnen sagen, dass in den letzten 20 Jahren und insbesondere aus der deutschen Wissenschaft heraus, wenn ich hier ein bisschen Werbung machen darf für mein neues Potsdam-Institut, da war ja eine führende Arbeit da zu den Kippelementen, also eine Landkarte für die Risiken, zum Beispiel Amazonenabbau, was jede Menge CO2 ausschüssen würde, oder auch die antarktischen Änderungen und überall die Systeme, überall auf der Welt, diese non-linearen Änderungen haben. Ja? Wir wissen heute, dass wenn wir bei niedrigen Temperaturen unter 2 Grad halten, dann gehen die ersten Kipppunkte los, die sind in Gelb hier, die sich aber zu Dominoeffekten entwickeln können und zu einem Prozess führen würde, der irreversibel wäre, der uns wirklich in eine Treibhaussituation bringen würde. Wir haben geschätzt, dass das wissenschaftliche Wissen, dass bei 2 Grad Bewärmung, selbst konservativ betrachtet, die Biosphäre uns noch sozusagen ein halbes Grad draufsetzt. Das heißt, dann sind wir mit 2, nicht 2,5, dann werden die 2,5 die nächsten Dominosteine auslösen, die uns in die falsche Richtung bringen würden. Ja, wir würden nicht von einer Klippe fallen in einer Dekade, aber in der nächsten Dekade würden wir sozusagen den Knopf drücken für die nächsten 300 Jahre eine unumkehrbare Reiserichtung immer stärkerer Erderwärmung. Das ist natürlich nicht akzeptabel und deswegen sind wir zu einem neuen Punkt gekommen. 2 Grad Celsius war vor ein paar Jahren noch das Jahr. Nicht attraktiv, Temperaturerhöhung weltweit, aber es war ein bisschen mehr Adaptation als bei 1 Grad. Das war eine lineare Erhöhung, mehr Kosten für die Gesellschaft und so weiter. Das ist aber wissenschaftlich nicht mehr haltbar. 2 Grad ist der Punkt, unter Umständen, wo wir kippen von einem Realisenten zu einem Nicht-Realisenten kommen, zu einem Freund, zu einem Feind, zu einem Status, wo wir nichts mehr managen können. Und deswegen gibt es jede Menge wissenschaftliche Unterstützung für die 1,5 Grad Grenze. Wir haben das Paris-Vereinbarung in ein Carbon Law umgesetzt. Wir haben geguckt, welchen Pfad müssen wir folgen, um in einen sicheren Betriebsrahmen zurückzukommen. Dieses ist inspiriert vom Moore's Law, Gordon Moore, der 1965 vorgeherrscht hat, die Verdopplung der Geschwindigkeit am Computer zwischen 18 Monaten. Das wäre wahrscheinlich eine disruptive Entwicklung Richtung einer dekarbonisierten Zukunft. Vor Paris gibt es ja schon hier diese CO2-Emissionen. Und wir müssen diese Emissionskurve bei 2020 umgekehrt haben, also in 2 Jahren. Das ist Cristiano Figueres Mission. Die hat uns nach Paris gebracht, ehemalige Leiterin der United Framework Reduction. Und eine Reduzierung, wenn Sie dem folgen hier, jede Dekade eine Halbierung der Emissionen. Dann kann uns dieses CO2-Gesetz sicher in diese sicheren Betriebsgrenzen führen. Aber man sieht ja das dunkelbraune Landwirtschaft. Das muss eine Netto-Senke für Treibhausgase sein. Das heißt, wir brauchen eine Agrarrevolution. Und das ist auch nicht genug. Im gelben Bereich, diese integrierte Modelle nehmen an, dass wir jede Menge verschiedene Technologien brauchen, um da runter zu bleiben. Haben wir wirklich CCS und BECCS und so weiter, die dann nachhaltig und ethisch arbeiten können? Das bleibt zu diskutieren und das ist immer noch nicht genug. In Grün und Blau, wir müssen die natürlichen Carbon- und CO2-Senken intakt halten. Und mit all dem haben wir eine 66-prozentige Chance des Erfolgs. Ja, super.
Das ist wie ein Schlag in den Magen. Das ist der erste Schlag in den Magen. Das heißt, man ist sehr besorgt. Erinnert uns auch, dass die 1,5 Grad Zukunft braucht eine globale, nachhaltige Veränderung, Transformation. Es ist eine Transition zu einem kompletten neuen Paradigma, wo Nachhaltigkeit das Führungsprinzip, das Leistungsprinzip für alles ist. Da geht es nicht nur um eine CO2-Reduzierung des Systems. Sonst werden wir scheitern. Deswegen ist 1,5 Grad Report so wichtig. Verstärkt diese Agenda. Wenn wir das sorgfältig lesen, dann sagt dieser Bericht, wir haben nur 10 Jahre. Wir müssen 2050 in Net Zero sein. Und es adoptiert das CO2-Gesetz. Und die einzige Möglichkeit, wie das funktioniert, ist, dass die Nicht-CO2-Gase, Methan und so weiter, noch weiter runtergehen müssen. Und wir brauchen eine weitere Reduzierung, um diesen Rebound-Effekt nicht zu haben. Das heißt, meine erste Botschaft ist folgende. 1,5 Grad Celsius ist das neue 2 Grad sozusagen. Wir sind an einem Punkt, wo wir der Welt kommunizieren müssen, dass die sicheren Grenzen für die Welt 1,5 Grad Celsius sind. Und das ist unsere Zukunft für die Aufgabe für die Zukunft. Der Bericht ist außergewöhnlich. Wenn man hier links schaut, das ist hohes Risiko eines irreversiblen Kipppunkts für warme Korallenriffsysteme bei 1,5 Grad Erwärmung. Das haben wir schon immer gesagt, aber IPCC bestätigt das. Sehr bald werden wir alle Korallenriffe bei 1,5 verloren haben. Das heißt, selbst bei 1,5 ist das schon gefährlich. Also, ja, wir sind jetzt bei 1,1. Wärmster Punkt des Holozäns. So, was sind die Pfade in die Zukunft? Noguchi, sitzt auf 1,5 Milliarden Dollar Investitionen für solche Systeme. Wie können wir von diesen Systemen reden? Die bauen Resilienz auf und deswegen müssen wir diese Systeme einbinden. Man muss diese 1,5 in einen größeren Kontext setzen. Für die nachhaltigen Entwicklungsziele müssen wir Folgendes machen. Können wir das in einem stabilen System, innerhalb den 1,5 Grad, innerhalb diesen planetaren Grenzen? Das ist ganz wichtig hier. Das ist noch nie veröffentlicht worden und wird am 17. Oktober veröffentlicht werden. Das heißt, jetzt tweeten Sie das bitte nicht. In den nächsten 5 Minuten. Das wird präsentiert werden beim Club of Rome bei der 50-Jahres-Konferenz am 17. Oktober in Rom. Und Bild ist aufgebaut auf dem World 3 Model. Das ist, nehmen wir jetzt das Modell Earth 3, Erde 3, Integration der Weltökonomie, Dynamik des Systems mit allen planetaren Grenzen und mit den ganzen nachhaltigen Entwicklungsländern, um zu untersuchen, ob wir diese SDGs innerhalb der planetaren Grenzen überhaupt erreichen können. So, das heißt, die auf der Y-Achse ist die Fähigkeit, innerhalb der planetaren Grenzen zu bleiben. Je höher sie oben sind, desto eher sind die planetaren Grenzen nicht überschritten. Das heißt, wir wollen so hoch wie möglich sein, also so bei 9. Dann haben wir die nachhaltigen Entwicklungsziele. Je weiter rechts, desto besser erfüllen wir die Nachhaltigkeitsziele. Das ist die Reise von 1980 bis 2050. 100.000 Datenpunkte, Empirie, von überall auf der Welt, die zeigen, dass wir graduell ein bisschen besser geworden sind in Sachen nachhaltiges Wachstum, aber auf Kosten des Planeten. Das heißt, wir haben eine nach der anderen planetarischen Grenzen überschritten. Das ist das Drama. Wir haben einen resilienten Planet, der Menschheit keine Rechnungen präsentiert hat. Wir haben kurzfristige Nutzen gehabt durch die Ausnutzung, aber dieser gute Freund von uns, der Planet, nimmt immer mehr Druck an
hält es aus, aber irgendwann ist Schluss. So, wenn wir Business as usual bis 2030, 2040 machen, dann sieht das so aus. Das heißt, wirtschaftlicher Wachstum wird weitergehen. Es gibt Verbesserungen bei den nachhaltigen Entwicklungszielen, aber auf Kosten der planetaren Grenzen. Das heißt, wenn wir Business as usual machen, dann sind wir immer mehr bei den katastrophischen Kipppunkten. Und wenn wir das Wirtschaftswachstum sogar noch steigern und eine dreimal größere Weltwirtschaft haben, dann sind wir bei den SDGs ein bisschen besser, aber die planetaren Grenzen leiden noch mehr. Wenn wir da disruptive Transformationen umsetzen, das ist ein neues Wachstumsparadigm, es ist über eine neue Nahrungsmittelkette und es ist eine Umverteilung der des Reichtums. Die 10 Größten dürfen niemals mehr als 40% des Einkommens haben, um diese 9 Milliarden. Und wenn man das alles zusammenfasst, dann kommen wir zu einem Punkt, wieder in diese gewünschte Richtung zu kommen mit dieser Kurve. Der Punkt ist nicht folgender. Wir haben die Lösung gefunden. Ja? Der Punkt ist, disruptive Veränderung ist erforderlich. Wir sind jenseits des Punktes inkrementaler Veränderung. Ja? Ich hoffe, dass wir das debattieren können. Und zum Abschluss möchte ich Ihnen ein bisschen Licht am Ende des Tunnels geben. Ich war mit Christiane Figueres, da war ich beim Global Climate Action Summit von Bloomberg in San Francisco. Da haben wir die Roadmap vorgestellt mit den 30 Lösungen für 2030. Die zeigen, was passiert, wenn man auf der Welt einen positiven Entwicklungsausblick nimmt. Ich war ganz schockiert selbst hier. Das sind die Daten, die wir lang diskutieren zu solaren Wind und so weiter. Das sind empirische Daten bis 2015. Auf der X-Achse hier zeigt, dass wir Wind und Solar global alle 4 Jahre verdoppeln. Auf der Y-Achse haben wir Strom insgesamt. Und wenn wir das alle 4 Jahre verdoppeln, dann kommen wir dahin. Eine realistische ist aber diese hier. Das heißt, in 12 Jahren, 2030, sind wir in der Lage, 50% der globalen Stromerzeugung aus Solar und Wind zu generieren. Und das ist langsamer, als was wir in den letzten 15 Jahren haben. Das heißt, wenn wir den derzeitigen Schritt der Verbesserung weiterführen, dann haben wir nach dem derzeitigen Business as usual 50% Erneuerbare bei 2030. Ja, und dann gibt es natürlich noch andere Dinge, die man machen kann. Hier haben wir Länder, die wirtschaftlich das Wachstum von Treibhausgasemissionen entkoppelt haben. Das werden bald 50 Länder weltweit sein, 2020. Das heißt, wenn man eine groß genug Minorität hat, dann kann man die Majorität überzeugen. Und wir können an einen Punkt kommen, wo David Goliath umschmeißen kann. Wenn eine große Minderheit den Nutzen zeigt, dann kann etwas passieren. Wir können auch die Emissionen in verschiedenen Sektoren reduzieren. Das können wir beweisen. Das ist ja auch ein neues eine Studie hier. Es ist möglich, Studie Sektor für Sektor weiter zu reduzieren, als wir gedacht haben. Das heißt, diese 17 Entwicklungsziele für, das ist eine gute Agenda, diese SDGs, aber die können nicht, wo man einfach das eine oder andere, was man besonders gern mag, sich herauspickt. Na, das muss man alles machen. Das ist meine Kritik hier an meinen norwegischen Freunden. Ich mag Gro Harlem Brundtland, die das nachhaltige Entwicklungsparadigma zur Rio-Konferenz gebracht hat, mit diesen drei großen Säulen. Aber es ist gescheitert. Es ist eine Mickey-Maus-Economy geworden.
Ja, die Wirtschaft hat sich gut entwickelt, aber zum Nachteil des natürlichen und des sozialen Kapitals. Und das muss aufgebrochen werden. Und wir brauchen sozusagen eine Hochzeitstorte. Wir haben vier Sachen, die nicht verhandelbar sind. Wasser, Biodiversität, Klima und Ozeane. Und wenn wir das Soziale und Ökonomische und das Gleichstellungsmäßige mit reinbringen, dann haben wir die Chance, eine sichere Zukunft für die Gesellschaft und für die Menschheit zu sichern. Das heißt, wir müssen sozusagen diese nachhaltigen Entwicklungsziele in die planetaren Grenzen setzen. Und dann haben wir dieses Paradigmawechsel, was dann hoffentlich eine Verantwortung für den Planeten auslöst, was wir alle wollen. Und ich freue mich auf die Diskussion und ich bin sehr schön. Ich freue mich, dass ich hier in meinem neuen Heimatland bin in Deutschland. Thank you very much for Vielen Dank, dass Sie das mitgeteilt haben. Ihre hervorragende Arbeit. Jetzt gibt es einige Fragen. Haben Sie? Frage von Johann Rockström. Wir haben Zeit für ein bis zwei Fragen. Ich sehe da im Moment keinen. Johann, dann habe ich eine Frage. Wer schreibt dort? Bitte schön. Ich sehe das so schlecht hier. Mich würde interessieren, inwieweit jetzt in diesem IPCC-Sonderbericht neuere Erkenntnisse, wie zum Beispiel Ihre Studie mit Steffen und Rockström zu den planetaren Kipppunkten eigentlich berücksichtigt worden sind. IPCC macht ja die Aussage, es gäbe noch ein gewisses Emissionsbudget und so viel ich weiß, nimmt der IPCC in seinen Kalkulationen weder die Abnahme der planetarischen Senken in die Berechnung auf, noch kalkuliert er die bevorstehenden Kipppunkte wirklich ein. Also inwiefern kann man sozusagen sich auf diese Zahlen verlassen, wenn hier gesagt wird, wir können vielleicht noch 600, 800 Gigatonnen in die Luft blasen. Können wir das wirklich? Ist alles noch viel schlimmer. Ich bezweifle es. Ja, ja, eine wichtige Frage. Wenn man den Report sorgfältig liest, dann wird man finden, dass das Ganze einfach sehr komplex ist. Die Definition der, des Carbon, des CO2-Budgets, um bei 1,5 zu bleiben. Da sind so viele Annahmen drin, so viele schwierige Punkte. Das heißt, was ist das Referenz ja, für die durchschnittliche Temperatur auf der Erde bis zu diesen ganzen Annahmen zu den Nicht-CO2-Gaben, die Biosphären, Feedbacks und so weiter. Aber das Wichtige an dem Bericht ist Folgendes. Es kommt zu dem Schluss der Bericht, dass die Unsicherheitsbandbreite zwischen 150 und 350 Gigatonnen ist. Das heißt, wie man das auch immer dreht, dann haben Sie am Schluss, wie auch immer, 10 Jahre Zeit noch. Können es 9 Jahre sein, können es 11 Jahre sein. Aber wir reden von einer Dekade, die wir noch haben unter den derzeitigen Emissionen. Und das ist eine konservative Schätzung. Es könnte sogar 0 sein. Es könnte 2-mal so lang sein, aber es könnte auch 0 sein. Wieso könnte es 0 sein? Wenn wir nicht in der Lage sind, das Landwirtschaftssystem umzugestalten in der Welt, die Methan und NOxe nicht zu reduzieren und wenn der Permafrost noch mehr Methan freigibt, dann wird das 0. Warum sind diese Zahlen so niedrig? Es ist gar kein Budget mehr übrig. Und ich versuche ja zu kommunizieren mit Edenhofer ja, im Guardian jüngst. Wenn man an einem Punkt ist, wo man weniger als 10 Jahre Budget übrig hat, dann sind wir in einer kürzeren Zeit als der Mindestinvestitionszyklus. Ja? Denken Sie darüber mal nach. Wenn jemand jetzt mal ein Auto kaufen will, hier im Raum, jedes Auto, das man jetzt kauft, hat einen längeren Investitionszyklus als 10 Jahre oder ein Kohlekraftwerk. Das heißt, das Budget ist so niedrig, auch mit dieser Unsicherheitsmarge, ist, dass wir jetzt raus müssen aus den fossilen Brennstoffen.
Wir machen jetzt weiter. Wir haben gleich noch die Chance zu diskutieren. Johann Rockström, sind beim IPCC eigentlich auch Leute dabei, die wachstumskritisch sind, oder wer schreibt diesen Report? Sind das alles nur Wachstumsdogmatiker? If there's been critique. Ja. Yeah. Sind da Leute dabei, die Wachstum in Frage stellen? Sorry, I didn't put the Wachstum in Frage. Yeah, okay. Degrowth. Yeah. Yes. No, I think the IPCC does not address the adressiert die des Wachstums Herausforderung in dem Bericht. Sollten Sie auch nicht. Sie sollten das darstellen, was Sie wirklich gemacht haben. Diese biophysischen Bewertungen, das haben Sie gemacht. Man könnte den IPCC-Bericht dafür kritisieren, dass er das nicht umsetzt, sozusagen in eine Dringlichkeit. Die Implikation dieser Dringlichkeit, die natürlich auch dann Wachstum adressieren. Aber machen Sie nicht. Es ist also schwach, was die Gleichstellung angeht, wirtschaftliche Änderungen, was sind die Implikationen für die verschiedenen Sektoren. Da ist der Bericht schwach. Aber wir sollten das von dem IPCC-Bericht aber auch nicht erwarten. Herzlichen Dank, wir sehen Sie später wieder. Ich wüsste eine, die mit Sicherheit einen Passus zur Wachstumskritik in den IPCC-Bericht mit einflechten würde, denn sie gilt als eine der wichtigsten Expertinnen in Deutschland in dieser Debatte, Angelika Zahnt, Wirtschaftswissenschaftlerin, und sie steckt hinter Studien wie Zukunftsfähiges Deutschland, auch hinter der Ökosteuer, versteht sich als ökologische Ökonomin, war fast 10 Jahre lang Vorsitzende des BUND, heute ist sie die Ehrenvorsitzende und wirbt für ihre Idee der Suffizienz. Politik. Man kann das auch so sagen, sie wirbt für ein gutes Leben mit einer neuen Definition von, was ist genug. Angelika Zahnt, bitteschön. Ja, guten Abend. Ich glaube, wir sind alle noch sehr beeindruckt von den Darstellungen von Herrn Rockström über die alarmierenden Ergebnisse der Klimaforschung. Und die Frage ist ihm jetzt, wenn wir dieses Baseline-Szenario, wie es laufen würde, wenn Business as usual weitergehen würde, vermeiden wollen, dann ist die Schlussfolgerung der Klimaforscher, und da zitiere ich jetzt Will Steffen vom Stockholm Resilience Center: Wir müssen das menschliche Handeln in eine neue Richtung lenken, von der Ausbeutung zu einem verantwortungsvollen Umgang mit dem Erdsystem. Und ähnlich hat es Herr Rockström ja auch formuliert. Aber mein Punkt ist jetzt, und der wurde zum Schluss durch Ihre Frage angesprochen, was denn in dem IPCC-Bericht zum Wachstum drinsteht. Da bin ich anderer Meinung als Sie, dass da durchaus etwas drinsteht, nicht so prominent, aber wenn man genauer hinschaut, kann man das durchaus sehen. Die Frage ist, was macht der IPCC mit diesen Klimaszenarien? Was baut er daraus für Klimaschutzszenarien? Wie soll die Politik reagieren? Und da sind 5 verschiedene Klimaschutzszenarien erarbeitet worden mit bestimmten Modellen. Und von diesen 5 Szenarien werden bis auf ein sogenanntes Katastrophenszenario wird die Annahme zugrunde gelegt, dass es weltweit weiteres Wirtschaftswachstum geben soll, weil der Wohlstand verstanden wird als die Steigerung des Konsums pro Kopf, und das ist das wirtschaftliche Ziel. Und unter dieser Annahme kann zumindest ein temporärer Overshoot, also eine Überschreitung der kritischen Schwellen, nicht verhindert werden. Und deswegen braucht es riskante Technologien wie das Geoengineering, die der Erdatmosphäre das CO2 wieder entzieht. Und dabei steht aktuell dieses Bioenergy with Carbon Capture and Storage im Mittelpunkt, also der Anbau von Biomasse, dann die darauf folgende Verbrennung der Biomasse und die Abscheidung und Speicherung von CO2. Das sind die Klimaschutzszenarien, die in dem IPCC-Bericht drin sind, und sie setzen eben ein weiteres Wirtschaftswachstum voraus.
Und auch das sogenannte Sustainability-Szenario, das für 2010 bis 2010 für die Industriestaaten eine durchschnittliche Wachstumsrate von 1 bis 1,4 Prozent Wachstum des Bruttoinlandsprodukts voraussetzt. In den, also weltweit sollen es 2,1 bis 2,2 Prozent sein. Aber die Frage, die einfach offen ist, wie steht es mit dem Verhältnis von Wirtschaftswachstum und Klimaschutz, mit der Vereinbarkeit von Wirtschaftswachstum und Klimaschutz? Und da können wir uns ja fragen, welche Erfahrungen gibt es denn seitdem in Rio 1992 und seit Kyoto Klimaschutz ein ganz herausragendes politisches Ziel der Staatengemeinschaft wurde. Und da muss man sagen, es gibt weiterhin ein weltweites Wachstum und steigende CO2-Emissionen. In den Industriestaaten ist die absolute Entkopplung, das heißt weniger CO2-Emissionen bei steigender Wirtschaftsleistung, nicht gelungen. Und da haben wir, glaube ich, etwas unterschiedliche Zahlen, Herr Rockström. In den Industriestaaten kommt dazu, dass im Zuge der Globalisierung mit der Verlagerung von Produktion in die Länder des Südens und dem Import der Konsumgüter die CO2-Emissionen, die wir durch unseren Konsum haben, weitgehend ins Ausland verlagert wurden. Und hinzu kommt, dass die Produktion in diesen Schwellen- und Entwicklungsländern sehr viel weniger energieeffizient ist, als sie bei uns wäre, also ein doppelter Effekt. Die Hoffnung über Energieeffizienz, über eine Green Economy, auch selbst bei Wirtschaftswachstum, die nötigen CO2-Reduktionen und die nationalen Ziele zu erreichen, haben sich auch wegen des inzwischen anerkannten Rebound-Effekts nicht erfüllt. Und diese Hoffnungen sind auch für die Zukunft nicht realistisch. Die Bundesregierung, die ja auch schöne Pläne und Ziele hat und eine nationale Nachhaltigkeitsstrategie, hat ja ihre Klimaziele für 2030 von 40% auf 35% reduziert. Und Deutschland ist, Barbara Unmüßig hat es einleitend gesagt, in der europäischen Klimapolitik vom Vorreiter zunächst zum Mitläufer, jetzt zum entschiedenen Bremser geworden, wie letzte Woche bei dem EU-Gipfel sich gezeigt hat. Da ging es um die Reduzierung der CO2-Emissionen bei den Automobilen. Und warum diese Bremserfunktion? Weil die Automobilindustrie im Autoland Deutschland mit dem Verlust von Arbeitsplätzen und Verlust von Wachstum gedroht hat. Und warum soll im Hambacher Forst und in der Lausitz weiter Braunkohle abgebaut werden? Braunkohle, die CO2-intensivste Energieform, weil es um die Profite der Energiekonzerne geht, um Arbeitsplätze, Wählerstimmen und Wachstum. Und ich erinnere mich an einen sehr prägnanten Satz von dem ehemaligen Wirtschaftsminister Clement, der in der Diskussion Anfang der 2000er Jahre um die Einführung des Emissionshandels, einem theoretisch sehr wirkungsvollen Instrument des Klimaschutzes, damals gesagt hat, wie sehr er für den Klimaschutz sei, aber selbstverständlich stünde auch der Klimaschutz unter Wachstumsvorbehalt. Und ich finde, das ist eine ganz prägnante Formulierung, nach der die heutige Politik immer noch läuft. Und die Folge war, dass dieses Emissionshandelsinstrument so durchlöchert wurde, dass es, wie ja ursprünglich dann auch beabsichtigt, wirkungslos blieb. Und alle Versuche, es zu verschärfen, sind auch in der EU am deutschen Widerstand gescheitert. Klimaschutzmaßnahmen und Wirtschaftswachstum, und das möchte ich durchaus auch betonen, können miteinander vereinbar sein, wie zum Beispiel auch beim Ausbau von erneuerbaren Energien. Aber Klimaschutz darf nicht vom Wachstum abhängig sein. Die planetaren Grenzen sind auch unsere menschlichen Grenzen. Und Wirtschaft und Gesellschaft müssen innerhalb dieser Grenzen so organisiert sein, auch wenn das Änderungen in unserem Wirtschaftssystem und eine Abkehr vom Wachstumsparadigma bedeutet. Denn Wirtschaftsgesetze lassen sich und Wirtschaftsabläufe lassen sich ändern. Die natürlichen Gesetze im Klimasystem, da haben wir weniger Einflussmöglichkeiten. Und wenn wir Einflussmöglichkeiten haben, sind sie höchst riskant.
Das heißt, wir brauchen eine Abkehr vom Paradigma des Wirtschaftswachstums und müssen uns Gedanken machen über eine Wirtschaft, die weniger abhängig ist vom Wirtschaftswachstum, über eine Postwachstumsgesellschaft, in der es sich eben auch ohne Wachstum gut leben lässt. Diese Debatte ist ja nicht neu. Die Grenzen des Wachstums 1972, diese Debatte kommt immer wieder. Und es wird immer wieder versucht, diese Debatte mit neuen Wortschöpfungen zu entschärfen und zu harmonisieren. Das war das qualitative Wachstum in den 70er Jahren, das grüne Wachstum, das dann in den 90er, 2000er Jahren dazugekommen ist. Und jetzt das nachhaltige Wachstum, das wir ja auch in den SDGs wiederfinden. Die Auseinandersetzung mit dem Paradigma des Wirtschaftswachstums und unserer derzeitigen tatsächlichen gegebenen Abhängigkeit des Wirtschafts- und Gesellschaftssystems vom Wirtschaftswachstum ist aber zentral für die Klimapolitik. Das ist auch meine persönliche Erfahrung, als wir, Sie hatten es erwähnt, die Studie Zukunftsfähiges Wachstum zusammen mit Miserion Mitte der 90er. Das zeigt, wie sehr ich schon infiziert bin von diesem zukunftsfähiges Deutschland. Die erste Studie, die versucht hat, dieses Postulat der Nachhaltigkeit für ein hochentwickeltes Industrieland wie die Bundesrepublik Deutschland zu übersetzen in konkrete Zahlen und Maßnahmen. In dieser Studie, die das Wuppertal-Institut gemacht hat, da finden sich eigentlich die gleichen Reduktionsziele für CO2 und Rohstoffe. Also es war damals sehr fortschrittlich, sehr weitreichend, Ziele bis 2050. Aber was vielleicht erstaunlich ist, es gibt kein Extrakapitel zum Thema Wachstum. Und zwar stand dahinter, dass wir damals annahmen, dass mit Rio diese planetaren Grenzen, damals hat man gesagt Umweltraum, das Konzept von Obscure, und der Klimaschutz eine solche Priorität gehabt hat, dass man gar nicht sozusagen das Wachstum explizit adressieren müsste, sondern dass es völlig klar war, dass wir innerhalb dieses Umweltraums, so wie Sie jetzt sagen, innerhalb der planetaren Grenzen bleiben müssen und dass die wirtschaftlichen Aktivitäten zu einer Wachstumsrate führen können, aber nicht eine explizite, ausgesprochene Zielsetzung sein sollten. Diese Annahme, dass man sich nicht mit dem Wirtschaftswachstum auseinandersetzen muss, war ein Irrtum. Denn wie ich vorhin gezeigt habe, in all den Auseinandersetzungen, sei es mit Klimaschutz, sei es mit Flächenverbrauch, sei es mit Pestizideinsatz, wird immer dieser Gegensatz zum Wirtschaftswachstum hergestellt und zumeist ist die Priorität eben bei den wirtschaftlichen Interessen und nicht bei der Einhaltung von Klimaschutz und anderen Umweltschutzzielen. Das heißt, die Debatte um das Wirtschaftswachstum muss offensiv in die Debatte um Klimaschutzpolitik hineingebracht werden. Und deswegen ist es eben auch so kritisch, wie diese Klimaschutzstrategien des IPCC aussehen. Da gibt es, um es kurz zu skizzieren, drei verschiedene Maßnahmenbündel, die genannt werden. Einmal Effizienz, einmal andere Formen der Energiebereitstellung und als drittes Technologien für negative Emissionen. Und hier hat Barbara Unmüßig schon gesagt, dass man dieses Geoengineering durchaus kritisch sehen muss. Und wir als Friends of the Earth sehen das kritisch und lehnen das ab. Auch diese Form des BECCS mit der Bioenergy-Nutzung, weil es eben so große Flächen braucht für den Anbau der Biomasse. Das wären ungefähr ein Drittel der aktuellen Ackerbaufläche. Die Gefahr weiterer Waldrodungen besteht und die Gefährdung der Nahrungsmittelsicherheit. Biomasseanbau sowohl Monokulturen bedeutet wie auch hohen Einsatz von Pestiziden und Biodiversität und die Risiken der Speicherung von CO2 ja auch noch vorhanden sind. Das heißt, dieser Ansatzpunkt, hinterher zu schauen, wie kriegt man das CO2, was man in die Atmosphäre gebracht hat, wieder herauszuholen, ist einfach falsch. Wir müssen bei den Ursachen ansetzen. Und da ist eben wirklich auch verwunderlich, warum im IPCC nicht angesprochen ist, dass wir die CO2-Emissionen ja nicht nur mit Technik und besseren, technisch effizienteren Produkten reduzieren können, sondern auch mit Verhaltensänderungen. Das ist überhaupt nicht angesprochen. Und das hat natürlich seinen Grund.
weil Verhaltensänderungen das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen können. Wenn Sie sagen, Sie wollen mehr reparaturfähige Produkte haben, dann brauchen Sie weniger neue zu produzieren. Wenn Sie weniger Abfall produzieren wollen, dann brauchen Sie weniger insgesamt an Produktion. Von daher ist diese Option dringend notwendig zu untersuchen. Und das ist das, was wir in der Frage der Suffizienz, wie viel ist genug, können wir nicht auch mit einer Reduzierung der Produktion von materiellen Gütern und Dienstleistungen gut leben? Und brauchen wir in den hochentwickelten Industriestaaten jährlich eine Steigerung der wirtschaftlichen Leistung um 1%? Oder ist es nicht an der Zeit zu sagen, in den Industriestaaten ist das genug? Es muss anders verteilt werden, das ist eine andere Frage. Aber ansonsten glaube ich, dass wir wirklich in den Industriestaaten zu einer Postwachstumsgesellschaft kommen müssen, wenn wir die Freiheit haben wollen, die ökologischen Ziele, die notwendig sind, auch tatsächlich zu verfolgen und nicht immer wieder ausgebremst werden durch dieses Argument, wir brauchen Wirtschaftswachstum für Arbeitsplätze und wie die ganzen Argumente weiter aussehen. Die müssen wir entkräften, da müssen wir Vorstellungen haben, wie eine Wirtschaft und Gesellschaft aussehen kann, die ohne Wachstum nicht nur gut auskommt, sondern in der es sich gut leben lässt. Vielen Dank. Angelika Zahnt, herzlichen Dank. Es geht darum, das richtige Maß zu finden. Gibt es eine direkte Nachfrage zu Angelika Zahns Vortrag oder Impuls? Dann bedanke ich mich erstmal und wir sehen Sie gleich hier wieder. Erst wenn die Alten im Sommer gar nicht mehr vor die Tür können, erst wenn die Tomaten aus Spanien wegen Wassermangel so richtig teuer werden, dann wird der Mensch begreifen, was Klimawandel wirklich ist. Meine Damen und Herren, so kommentierte das ein Kollege, diese Verzagtheit im Klimaschutz der Bundesregierung jetzt in diesen Tagen. Und dann sagte er weiter, oder erst wenn nicht Tausende, sondern viele Millionen Menschen wirklich dauerhaft auf dieser Welt nach Norden drängen. Denn natürlich geht es um viel mehr als um ein paar Gewohnheiten, von denen wir uns verabschieden müssen. Es geht tatsächlich um existenzielle Fragen. Und das beobachtet sehr genau Pirmin Spiegel. Pirmin Spiegel ist Hauptgeschäftsführer und Vorstandsvorsitzender des bischöflichen Hilfswerkes Miserior. 2012, er hört das gar nicht so gerne, wurde er vom damaligen Papst, Papst Benedikt, zum Ehrenkaplan ernannt, zum Monsignore. Er möchte darum zumindest nicht viel Aufhebens machen, aber ich sag's trotzdem. Lange hat er in Brasilien gelebt, setzt sich heute weltweit ein für den Kampf gegen Hunger und Armut und macht deutlich, was wir hier tun, hat Konsequenzen aller Orten. Pirmin Spiegel, Ihr Blick auf den Klimawandel. Bitte schön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich mit zwei Vorbemerkungen möchte ich beginnen. Schon Angst, die Zeit zu überschreiten für die nächsten Minuten. Vor 3 Monaten, bevor Paris 2015 im Dezember stattfand, saß ich mit einigen Filipinos und Leuten von Papua-Neuguinea zusammen. Und diskutiert wurde von vielen Umweltverbänden weltweit 2-Grad-Ziel. Und die Leute von den Philippinen, Papua-Neuguinea, haben zu mir gesagt, 1,5 Grad. Um der Korallen wegen und um der Mangroven wegen. Mangroven ist Schutz vor Tsunamis. Wir pflanzen und durch eine Politik, die es nicht schafft, auf 1,5 Grad zu kommen, werden die wieder weggerissen. Spätestens da wurde mir deutlich, Zusammenhänge mit Lebensstilen hier und Konsequenzen für Menschen, deren Namen wir gar nicht kennen. Eine zweite Vorbemerkung. Vor 2 Wochen war ich in Brüssel mit 2 Indigenen und anderen Leuten beim Kommissar für internationale Kooperation und Entwicklung. Und wir haben uns anschließend mit 5 Botschaftern getroffen, die alle Amazonas-Anrainer sind. Und da habe ich Folgendes gehört. Das hat mich gerade an Ihren Satz, als Sie sagten, Klimaschutz unter Wachstumsvorbehalt, clement. Und die Botschafter haben gesagt, Menschenrechte müssen diskutiert werden unter der Berücksichtigung von Wirtschaftsinteressen im Amazonasraum. Das schlägt in die gleiche Richtung. Und warum das zusammenhängt, das möchte ich in den nächsten Minuten versuchen näher zu erläutern. Wir sind überzeugt, dass die Menschheit schon in wenigen Jahrzehnten in einer völlig veränderten Welt leben wird. Wir stehen am Scheideweg und entscheiden in den nächsten Monaten, Jahren,
ob sich nur unsere Gesellschaften, unsere Art zu wirtschaften und miteinander zu leben verändert haben werden oder auch die Mitwelt um uns herum für immer mehr Menschen zu einem lebensfeindlichen Ort wird. Ich rede gerne von Mitwelt, weil ich im Zusammenleben mit Indigenen im Norden Brasiliens gelernt habe, wenn ich Umwelt sage, bin ich im Zentrum und sehe die Welt um mich herum. Wenn ich aber Mitwelt sage, dann begreife ich mich als eines der lebendigen Wesen mit vielen anderen lebendigen Wesen zusammen. Und es ist ein großer Unterschied. Mitwelt und Umwelt. Aus welcher Perspektive betrachte ich die Welt, in der ich lebe? Miserio, wir halten fest an der Hoffnung, dass die massive Begrenzung der Erderhitzung noch gelingen kann und dass, wenn wir das schaffen, in jeder Hinsicht nur gewinnen können, sofern wir Klimaschutz gemeinsam mit anderen Umweltproblemen und der Armutsbekämpfung angehen. Und ich bin sehr froh, immer wieder zu hören, dass die Dinge zusammenhängen, dass alles mit allem verbunden ist. Ein Beispiel. Der wenig beachtete Sturm Baisan traf am 13. Februar auf die Bergbauregion der Insel Surquiao auf den Philippinen. Die Wassermassen fielen auf abgeholzte Erde und konnten nicht versickern, abgeholzt von Bergbauunternehmen für internationale Produktion. Sie konnten nicht versickern, sie stürzten die Hänge hinab und rissen abgeholzte Baumstämme mit sich in die Dörfer und die wurden dort zu tödlichen Geschossen für viele Menschen. Diese kleinräumige Katastrophe schaffte es nicht in die Nachrichten und in die Medien in Deutschland und in Europa. Partner von uns, die auf den Philippinen leben, haben uns das geschildert und haben eingeladen, berichtet darüber. Das heißt, das sind Schicksale, die im Klimawandel immer häufiger werden, von denen wir gar nichts hören, dass wir aber spüren, dass Auswirkungen verstärken sich immer mehr durch lokale Umweltprobleme und Ungerechtigkeiten und es trifft immer wieder die Menschen, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben. Ich kann gut nachvollziehen, wenn der aktuelle Papst in seiner Enzyklika Evangelium Gaudium vor wenigen Jahren geschrieben hat, diese Art zu wirtschaften tötet, weil sie nicht an die Menschen denkt und die Perspektiven der Verletzlichsten nicht im Blick hat. Das heißt, Markt und Wettbewerb dürfen nie Selbstzweck sein. Vielmehr müssen Gesellschaft und Politik einen Rahmen setzen und dafür Sorge tragen, dass die Wirtschaft zum Gemeinwohl beiträgt. In den nächsten Tagen beginnt in Genf, wird es gehen um Wirtschaft, Sorgfaltspflichten, Menschenrechte und der Stellenwert zwischen Wirtschaft und Menschenrechten. Und auch da ist die Bundesregierung nicht pro Vorreiter, sondern Nachreiter und bremst. Wirtschaftliche Interessen. Wer heute für Beschränkung von wirtschaftlicher Macht eintritt und Lebensgrundlagen und Mitwelt schützen will, der lebt in sehr vielen Ländern gefährlich. Allein im letzten Jahr, nach den Zahlen, die uns bekannt sind, wurden weltweit 200 Opfer von Angriffen im Zusammenhang mit ihrem Engagement für den Umweltschutz. Und in mehr als 100 Ländern hören wir von unseren Partnerorganisationen, die Shrinking oder Closed Spaces werden immer größer. Menschen, die Anwälte sind, Lobbyisten sind für diese Causa, von der wir reden, werden verfolgt, diskriminiert und ihre Familien bedroht. Mit jeder Gemeinschaft, mit jeder Person, die ihre Lebensgrundlagen durch Bergbau oder Klima verlieren, geht Wissen verloren, geht Erfahrung verloren, wie nachhaltig Land, Wald genutzt werden kann. Ich war vor wenigen Wochen in Äthiopien und habe die Pastoralisten kennengelernt. Pastoralisten, sagen Wissenschaftler, sind die, die keine Sesshaften sind, sondern umziehen, die sind für den Erhalt der Kulturlandschaften und für den Erhalt der Biosysteme mit am notwendigsten. Eine ähnliche Untersuchung gibt es in Deutschland über die Bergbauern. Wenn das zu Ende gehen wird, gehen kulturelle Werte, Weisheit und Erfahrungen verloren. Von daher, kulturelle Tabus von Indigenen, mit denen ich zusammengelebt habe, sind eigentlich Mechanismen wie biologische Vielfalt und Biodiversität bewahrt werden kann. Ähnliches gilt für Kleinbauernfamilien. Vielerorts bauen sie nach agroökologischen Prinzipien an, meist ohne es so zu nennen, und setzen auf Vielfältiges, auf lokal angepasstes, auf diversifiziertes Saatgut, auf Fruchtwechsel, auf Mischkulturen. Und wir haben von Misere eine Wirkungsstudie gemacht, wo
belegt wird, dass diese Art von Mischkultur, diese Art von Saatgutbanken, die existieren, widerstandsfähiger sind gegen Plagen, gegen Wetterkapriolen, gegen Schwankungen von Nahrungsmittelpreisen. Das versuchen wir immer wieder in den Diskurs, in den Dialog, in die deutsche und europäische Politik hineinzutragen. Ich zitiere nochmal, ich bin Theologe, Papst Franziskus. Wenn er in seiner Enzyklika schreibt, in der Sorge um gemeinsames Haus, will er, habe ich gelernt, einen Entwurf vorlegen, der zum Erhalt der Lebensqualität auf unserem Erdplaneten beiträgt. Und er kritisiert, dass allzu häufig, wir haben es gehört, allein auf technische Lösungen hingewiesen wird. Frau Zahn, Sie haben viele Beispiele genannt. Es ist die Stunde gekommen, Zitat, in einigen Teilen der Welt eine gewisse Schrumpfung zu akzeptieren und Hilfen zu geben, damit in anderen Teilen der Welt ein gesunder Aufschwung stattfinden kann. Wir müssen also, wenn wir von Wachstum reden, sehr differenziert betrachten, welche Art von Wachstum und wie, ich schließe mich vollkommen an, dass Klimaschutz, Menschenrechte und Menschenwürde nicht verhandelbar sind. Diese Hilfen, von denen der Papst spricht, müssen durch Industrieländer in Form von finanzieller und technischer Unterstützung für Klimaschutz und Anpassungsnahmen erfolgen, aber nie ohne die betroffenen Menschen im Süden, nur mit ihnen. Dies wird aber nicht wirken können, wenn andere ordnungspolitische Aufgaben dahinter fallen. Vielleicht wissen Sie, Ecuador konnte keine neuen Schutzgebiete erlassen, weil Klagen für entgangene Gewinne durch Investitionsschutzabkommen zu fürchten waren. Kleinbauern in Burkina Faso wollten Zwiebeln klimaresilient anbauen, aber wurden dann von billigen niederländischen Importzwiebeln vom Markt verdrängt. Da zeigt sich, dass Klimaschutz, Klimaleidenschaft, Wirtschaftsinteressen, Handelspolitik, ordnungspolitische Rahmenbedingungen gesamt in den Blick genommen werden müssen, um diese Paradigmenwechsel, von dem wir gesprochen haben, auf den Weg zu bringen. Geehrte Damen und Herren, der Sonderbericht des Weltklimarates ist ein deutlicher Weckruf, nicht der erste. Wir hören die Weckrufe seit 50 Jahren. Und wenn wir jetzt sagen, es ist die Zeit gekommen für eine tiefgreifende ökologische Umkehr, anders zu wirtschaften, anders zu konsumieren. Ja, wir haben eine Umfrage gemacht, die ermutigt mich eigentlich, von unserem Werk in mehr als 50 Ländern, was versteht ihr unter gutem Leben? Und das Tolle war, dass die Antworten nicht waren, materielles Wachstum, mehr Auto, mehr Land, mehr, sondern dass es waren Respekt, Toleranz, Zärtlichkeit, Liebe, das macht mir eigentlich Freiheit, das macht mir unheimlich viel Hoffnung, dass da in der DNA der Menschheit etwas angelegt zu sein scheint, was eine andere Richtung weist. Und auf diese Richtung wollen wir gemeinsam mit Partnerorganisationen setzen. In Deutschland und vielen anderen Teilen der Welt fragt man sich im Zuge des Postwachstum-Diskurses zunehmend, wie wollen und wie werden wir leben. Wir kennen das alle, weniger ist genug oder anders leben. Wir beteiligen uns an der Suche mit anderen, wir arbeiten in 92 Ländern, mit Leuten zusammen, mit Menschen, mit Gruppen zusammen, indem wir versuchen, die Diskurse über Postwachstum hier mit Partnern in den anderen Kontinenten zu diskutieren und auch miteinander zu hören. Ich habe beim letzten Treffen noch mit Barbara Hendricks, sagte ich, wenn jetzt die Filipinos, die mir vor 3 Jahren sagten, wir brauchen 1,5 Grad, warum hören wir nicht auf die, die wissen, mit Biodiversität umzugehen, weil das sozusagen in ihrer DNA für Lebensqualität angelegt ist. Von anderen lernen und da im Diskurs mit zu sein. Ich möchte schließen, dass kultureller Wandel ein langfristiger Prozess ist. Ich glaube, da stimmen wir alle zu. Deshalb ist es wichtig, dass einmal die Lösungsideen und Maßnahmen, die auf dem Tisch liegen, dass wir die rasch umsetzen. Es wurde genannt, fossile Energieausstieg, andere Landwirtschaftsmodelle, Reduktion tierisch basierter Ernährung, Mobilitätsfrage. Lassen Sie mich zur Mobilitätsfrage einen tollen Satz sagen vom Bürgermeister von Bogotá. Er hat gesagt, Pirmin, Entwicklung heißt nicht, dass die Armen Autos fahren, sondern dass die Reichen öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Wunderbar. Ich schließe, wir brauchen dieses Druck, diesen Engagement, diese Debatte, wie wir auch hier machen, um auf 1,5 Grad die Erderwärmung zu begrenzen. Ich meine aus mindestens 3 Gründen. Einmal,
um der Schöpfung willen, der Mitwelt willen, zum Zweiten der künftigen Generation willen und zum Dritten, weil ich meine, das Projekt Mensch verdient, dass wir anders miteinander umgehen und anders in Beziehung zueinander und miteinander leben. Danke. Firmin Spiegel, ganz herzlichen Dank. Auch hier die Frage, gibt es direkte Fragen zu dem Vortrag? Das sehe ich nicht. Erst heute hat die Welthungerhilfe einen Hungerindex herausgegeben. 821 Millionen Menschen haben nicht genug zu essen. Das ist einfach unfassbar. Hauptgründe wurden genannt: Klimawandel und kriegerische Konflikte. Wir haben gehört, wir müssen die Wirtschaft umbauen. Die Frage ist, wie das geht. Dahinter steckt ja auch die große Frage. Wir haben es eben gehört, Reiche müssen dann eben öfter mal die Busse benutzen. Dahinter steckt auch die Frage, wie wollen wir denn eigentlich leben? Und dafür brauchen wir alle, deshalb möchte ich Sie alle noch mal bitten, Johann Rockström, Angelika Zahn, Pirmin Spiegel noch mal auf das Podium zu kommen. Und Barbara Unmüßig, die kommt auch mit aufs Podium, ohne die geht's gar nicht. Die beschäftigt sich nämlich seit langem schon damit, welches Wirtschaftsmodell wir eigentlich brauchen, warnt davor, dass wir über unsere Verhältnisse leben. Berühmt ist ihr Buch Kritik der grünen Ökonomie. Darin analysiert sie mit anderen, wie weit man mit den Versprechen der Green Economy so kommt. Nicht so richtig weit, das haben Sie eben schon geahnt, dass das so ist. Das sagt sie. Ich bitte Sie alle aufs Podium. Barbara Unmüßig, dann fangen wir doch gleich mal mit Ihnen an. Es ist ja nicht so einfach für Politiker von, also es ist einfacher, würde ich sagen, über neue technische Lösungen zu reden, als darüber, nee, jetzt esst mal nicht so viel Fleisch, nee, jetzt zieht doch mal eine dicke Jacke an, statt so stark zu wärmen, nee, jetzt fliegt doch mal nicht nach Mallorca. Wie kommt man da raus? Wie bekommt man da einen neuen Dreh in die Debatte? Naja, also ich glaube schon, dass die Strategie, Lebensstile zu politisieren, nenne ich das, eine wichtige Strategie wirklich auch von uns als Zivilgesellschaft ist. Ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass wir als Heinrich-Böll-Stiftung mit unseren insgesamt schon 3 oder 4 Fleischatlanten, die wir herausgegeben haben, richtig mit einen Schub gegeben haben über genau wieder auch die Verwobenheit, warum hat mein Fleischkonsum etwas mit den Bauern in Argentinien, in Brasilien, in Uruguay, in Paraguay zu tun, thematisieren können. Und die Menschen interessiert das. Also geht es erstmal darum, Informationen zu liefern? Ja, wir haben mindestens, und das ist ein super Erfolg, mehr als 500.000 Kopien dieser Fleischatlanten verteilt. Das ist mehr als 10.000 oder 5.000. Ja, also von meinem Buch will ich gar nicht sprechen. Also das hatte eine Mini-Auflage. Ich möchte einfach sagen, dass es sich lohnt, ja, auch wirklich in diese Aufklärung und in dieses Wissen darum, wie unsere Lebensstile mit den Lebensbedingungen in anderen Regionen verwoben sind, zu informieren. Mhm. Und da ist die Textilkampagne relevant. Ne? Da sind viele dieser einzelnen Kampagnen relevant. Was ich mir manchmal noch mal wünschen würde, ist, dass diejenigen, die an diesem Thema arbeiten, sich wirklich auch noch mal öfter verbünden. Also wir haben Kakaokampagnen, Zuckerkampagnen, Kaffeekampagnen, Textilkampagnen. Aber immer steht ja eigentlich in diesen Kampagnen im Zentrum, wir möchten aufklären, dass wir für Ausbeutungsverhältnisse mit verantwortlich sind. Ja, man braucht andere nennen das imperiale Lebensstile. Mhm. Ich kann dieses Wort eigentlich ganz gut unterstützen. Und ich finde besonders, also ich finde gut, dass, glaube ich, im Moment in Deutschland ein kleiner Turning-Punkt ist, gerade auch, weil Merkel so wenig noch Klimavorreiterin ist, dass auch die Menschen hier wieder kapieren, dass die mehr, dass die Deutschen besonders Vorreiterinnen, auch die Bürgerinnen und Bürger, wir besondere Vorreiter sind, weil wir Müll trennen oder dieses ganze Zeug, dass wir Vorreiter wären. Nein, das stimmt nicht. Wir sind Weltmeister bei der Braunkohleverbrennung, Weltmeister beim Klamotten wegwerfen, Weltmeister bei allem Möglichen. Und da finde ich gut, wenn das jetzt endlich mal auch wieder bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt. Johann Rockström, offensichtlich braucht es da noch richtig viel Überzeugungsarbeit. Vor allem ja auch bei der Bundesregierung haben wir gehört, die glaubt immer noch daran, dass stirbt, wer nicht wächst. Nun haben zumindest an die Europäische Union
um die 200 Forscherinnen und Forscher einen offenen Brief geschrieben, dass sie runterkommen müsse vom Wachstum. Wissenschaftler haben ja ein Gewicht, auch wenn zurzeit oft davon geredet wird, dass man den Fakten nicht mehr so wirklich glauben muss. Das ist ja eigentlich Unsinn. Warum haben Sie da nicht unterschrieben? Ich hatte eine intensive Diskussion mit vielen der Initiatoren dieses Besuchs. Ich bin Freund und Kollege von vielen. Carl Robus und Tim Jackson sind Proponenten der Planetary Boundaries und der Wissenschaft dahinter. Aber ich habe eine Überzeugung. Ich glaube, dass wir einen Fehler gemacht in der Umweltbedingung in den letzten 50 Jahren, einen Konflikt und Nachhaltigkeit zu schaffen. Und das hat uns überhaupt nirgendwo hingebracht. Denn es schafft diesen Eindruck, solange dass wir kommunizieren, dass nachhaltige Entwicklung ein Opfer ist, das Willen, was zu zahlen, wie weit will man kein gutes Leben akzeptieren, dann wird man scheitern. 15% der Gesellschaft können Sie damit adressieren. Schweden, Deutschland, wenn man einen Willen zu zahlen und eine Bereitschaft zum Verzicht, ein guter Mensch zu sein, dann kriegt man nur 15% der Menschen an Bord. Man will aber alle an Bord kriegen. Und die einzige Möglichkeit ist, die Reise zur Nachhaltigkeit etwas Modernes, Wünschenswertes zu machen. Und dann ist diese Wachstumsdiskussion falsch. Aber mit der konventionellen Definition der Wachstum unterstütze ich voll, dass auf keinen Fall mit den planetären Grenzen in Verbindung gebracht werden kann. Aber man muss natürlich Wachstum haben, um aus der Armut zu kommen in manchen Ländern. Das heißt, wir müssen vorsichtig sein, wenn wir Wachstum diskutieren. Eben benannt, sehr offen. Aber machen Sie womöglich einen Fehler, wenn Sie jetzt fordern, nicht mehr weiter zu wachsen, weil sie dann die Leute nicht kriegen? Um das klarzustellen, ich habe nicht gefordert, nicht weiter zu wachsen, sondern sich unabhängig vom Wirtschaftswachstum zu machen und zum Beispiel die gesellschaftlichen Systeme wie Rentenversicherung, Systeme wie den Arbeitsmarkt so zu gestalten, dass er nicht abhängig ist von weiterem Wachstum. Zum Beispiel, dass wenn wir Produktivitätsfortschritt haben, was ja was Positives ist, und die gleiche Menge an Gütern und Dienstleistungen mit weniger Beschäftigten herstellen können, dass wir dann nicht sagen, oh, jetzt wären die arbeitslos, jetzt müssen wir weiter wachsen in anderen Bereichen, damit diese Menschen neue Arbeit haben, sondern dass wir überlegen, inwieweit können wir Arbeitszeitverkürzung als Mittel machen, damit die Menschen beschäftigt sind, aber wir nicht weiter Güter und Dienstleistungen produzieren müssen, nur für noch obendrauf, nur um diese Beschäftigung zu halten. Arbeitszeitverkürzung wäre ein Mittel, das man gut einsetzen könnte, um diesen Wachstumsdruck zu verringern. Und ich freue mich, dass die Gewerkschaften, nachdem sie lange Zeit überhaupt nichts mehr in der Richtung gemacht haben, jetzt wieder in diese Richtung gehen. Auch deshalb, und das ist wichtig, weil Menschen merken, dass dieser permanente Arbeitsdruck, der Stress, ihnen selbst auch nicht gut bekommt, sodass der Wunsch nach weniger Arbeit, anderen Arbeitszeiten, auch bei den Gewerkschaftsmitgliedern größer ist, nach Verbindung von Familie und Beruf, sodass von daher auch eine Bewegung kommt, nicht weiter auf eine Steigerung von Einkommen nur zu gehen, sondern eben auch den Weg der Arbeitszeitverkürzung zu gehen. Mehr Freizeit fürs Klima wäre bestimmt besser als Degrowth. Aber trotzdem, Pirmenspiegel, steht man da ja vor einem riesengroßen Problem. Dieser Klimawandel betrifft die ganze Welt. Verhaltenspsychologen sagen immer, man soll Schritt für Schritt, Problem für Problem abarbeiten. Wie kommt man dahin, dass man nicht sagt, puh, dieses Gefühl zu haben, das ist alles viel zu groß, hilft ja doch nichts, wenn ich jetzt irgendwie in die U-Bahn einsteige? Also alle, die Diesel fahren müssen, lernen vielleicht sehr schnell, dass eine U-Bahn-Nutzung oder eine Metronutzung durchaus auch eine gewisse Gelassenheit, hoffentlich nicht mehr Stress mit an den Tag bringen wird. Ja, auf dem Land ist aber, es schwierig. Aber ich glaube, wir haben Wege gehört. Ich finde wunderbar, Ernährung ist politisch, Kleidung ist politisch, Mobilität ist politisch.
Ich glaube, wenn wir da dranbleiben an diese Fragen und merken, da geht es nicht nur um uns, sondern da geht es um einen Lebensentwurf, um Lebensstil, um Lebensmodell. Ich glaube, da können wir, das ist das eine. Das zweite, ich fand wunderbar, habe gelernt durch Partner, es wird da sehr viel von Entschleunigung geredet. Wir müssen entschleunigen. Und ich habe gelernt, dass das Gegenteil von Beschleunigung nicht Entschleunigung ist, sondern Beziehung. Raum für Beziehung, weniger Arbeitszeit, nicht nur Zeit haben, ja, für Beziehung. Und das Beziehung, also ohne Beziehung möchte ich eigentlich gar nicht leben. Ohne Kontakt, ohne Gemeinschaftsfähigkeit. Ich denke, wenn wir, es gibt nicht die Lösung oder die eine, es gibt aber ein ganzes Knäuel, ganze Fäden, die wir jetzt genannt haben heute Abend, wenn wir die zusammenbinden, denke ich, dass wir in die Spur kommen, diese Prozesse, die dann auch irreversibel sind, nämlich Kipppunkte hin zu stärkerer Beziehungsfähigkeit, zu einer stärkeren Politisierung, wie wir das eben genannt haben. Aber es ist ja so, hier im Raum nicken vielleicht alle, aber da draußen sind ganz viele Leute, die sehen das anders. Und dann gibt es die Jugendlichen zum Beispiel, die im Internet rumsurfen und die dann irgendwie auf Leute treffen, die die ganze Zeit verkaufen wollen und die Jugendliche kriegen. Wie hält man dagegen? Barbara Unmüßig, braucht man neue Role Models? Vorbilder. Ja, natürlich braucht man das. Ja. Ich meine, das Gute ist ja, dass auch Menschen aus Hollywood versuchen, Vorbilder zu sein. Ja, es gibt alle möglichen Vorbilder. Ich meine, ich weiß ehrlich gesagt, und das gehört auch dazu, ich habe nicht auf alles eine Antwort. So, erstens. Zweitens, wir sind ja im Ideenprozess, Findungsprozess. Also ich merke einfach, ich sehe zwei Trends im Moment. Ja, ich sehe diesen Trend weiter, schneller, verdichteter und gleichzeitig aber auch den Trend von auch wieder vielen Jungen, die sagen weniger, langsamer. Ich finde schon erstaunlich, das mache ich auch, ich bin ja auch Chefin, ne, einer größeren mittelgroßen Organisation, wir haben mehr Teilzeit und zwar nicht, weil es darum geht, dass Frauen besser ihre Vereinbarkeit hier organisieren. Wir haben ganz viele Männer in Teilzeit. Ich habe auch einen Sohn, der sagt, ich habe doch keinen Bock, so zu arbeiten wie du. Kann dich nur bestätigen, ne, was Angelika sagt. Also es gibt einen ganz starken Wunsch nach Lebensqualität, die unabhängig ist von Arbeit, Arbeit, Arbeit und Tempo, Tempo, Tempo. Ich weiß aber nicht, was ich tun soll, außer dann auch vielleicht mal mit Verboten zu arbeiten. Ja? Wenn ich verhindern will, dass in Berlin eine Primark-Filiale nach der anderen aufmacht. Ich weiß nicht, ob Sie diese kennen. Wir hatten die erst in Steglitz, jetzt ist sie am Bahnhof Zoo. Da werden die 2,99 T-Shirts verkauft. Wenn man davor fragt, was machst du mit dem Zeug? Ja, ich kaufe mir immer am Abend vor der Party ein T-Shirt. Ich glaube, dass wir noch nicht so weit sind, dass wir dann alle vor Primark stehen und Faltblätter verteilen, wie vor früher vor der Fabrik, ne? Was das vielleicht macht. So weit sind wir nicht. Und deswegen weiß ich nicht, wie ich diese gegenläufigen Tendenzen, das ist wie das Energieparadoxon. Wir haben mehr Investitionen in Erneuerbare weltweit und gleichzeitig geht dieser ganze fossile Run und Hustle weiter. Na, und wir schaffen halt leider diese Kurve nicht, die Herr Rockström ja so schön angemalt hat. Und wir suchen danach. Wir suchen danach. Angelika Zahn, kann man vielleicht von anderen gesellschaftlichen Entwicklungen ableiten, was man tun kann? Also gibt es andere gesellschaftliche Entwicklungen, wo man dann am Anfang dachte, dafür kriegen wir nie die Mehrheit und dann hat es doch geklappt? Ich erinnere an das Rauchverbot, wo ja die Tabakindustrie heftigst dagegen war und entsprechende Lobbyarbeit gemacht hat. Mhm. Und als dann die Zahlen rauskamen, wie sehr das Passivrauchen die menschliche Gesundheit von völlig Unbeteiligten tangiert hat, wie Kinder darunter gelitten haben, da gab es plötzlich eine Bewegung, die eben überparteilich war und die das dann dazu gebracht hat, dass wir dieses Rauchverbot bekommen haben. Und ich wünsche mir solche Bewegungen zum Beispiel auch für ein Tempolimit. Die Argumente sind völlig klar. Das ist eine Maßnahme, die für den Klimaschutz was bringt, für die Gesundheit was bringt, aber natürlich die Automobilindustrie nicht haben möchte, weil die sich anders definieren, durch schnelles Fahren und nicht durch Tempo 130.
Und von daher glaube ich, dass es wichtig ist, auch solche einzelnen Punkte zu nehmen und da entsprechenden Druck zu machen, dass politische Maßnahmen getroffen werden. Denn das hat mich eben ein bisschen gestört, dass ich weiß, dass du eigentlich anders denkst, aber so das Private ist politisch. Aber man muss die politischen Rahmenbedingungen schaffen. Und das ist wichtig. Und wenn die Preise so sind, dass für junge Leute der Billigflug in alle möglichen Hauptstädte der Welt eben nicht mehr spottbillig ist, sondern entsprechend den externen Kosten etwas kostet, dann werden sich junge Leute das auch überlegen. Wenn Fleisch teurer würde, wenn es denn entsprechend, wenn Fleisch teurer werden würde, zum Beispiel durch eine erhöhte Steuer, Mehrwertsteuer, dann hätte das auch Auswirkungen. Also von daher glaube ich, dass es einfach wichtig ist, dass politische Rahmenbedingungen sind und dass die Leute, die sich dafür engagieren, nicht nur dabei bleiben, ihren eigenen Lebensstil zu ändern, was ganz wichtig ist, auch wegen der Glaubwürdigkeit, sondern politisch aktiv werden. Und ich kann es nicht mehr hören, gerade weil ich so lange schon mit dem Thema Ökosteuern beschäftigt bin, dass jetzt weltweit alle für Ökosteuern sind, für eine weltweite Ökosteuer. Und de facto tut sich fast nichts. Das war schon damals eine sehr böse Debatte. Angela Merkel war in der Opposition und hat einen Anti-Ökosteuer-Adventskalender ausgedacht mit 24 Türchen mit Argumenten gegen die Ökosteuer. Johann Rockström, bevor wir ins Publikum gehen, sagen Sie ganz kurz, die deutschen Politiker lieben Aktionspläne. Wenn die jetzt einen 3-Punkte-Aktionsplan zum Schutz des Klimas machen sollten, was müsste da stehen? 1, 2, 3. Ich unterstütze einen Klimaaktionsplan. Und was sich auch hier zeigt, ist, dass man unterschiedliche Methoden haben muss, um das Ziel zu erreichen. Ich würde 3 verschiedene Maßnahmen vorschlagen. Erstmal, ich würde in der deutschen Regierung, der schwedischen Regierung, der europäischen Regierung Ziele zu definieren für Phase-out von fossile Energiesysteme in der Gesellschaft. Das wäre sehr herausfordernd. Das würde ja bedeuten, ein Enddatum festzulegen, zum Beispiel für Verbrennungsmotoren, Enddatum für Inlandsflüge, für, ja, ich glaube, das ist sehr gut, weil das die richtigen Signale in die Wirtschaft senden würde, sodass sie dann wissen, aha, was ist die Innovation, die ich machen muss. Dann Ökotax, Ökosteuer, stimme ich zu. Die Externalitäten müssen internalisiert werden. Schweden hat einen Preis für CO2 100 Euro seit 1990, CO2, 100 Euro. Ökonomisten würden sagen, das ist enorm hoch, aber wir sind heute nicht ärmer oder sowas, aber wir haben es entkoppeln können. Und das dritte Element wäre ein zwingender Investitionsmechanismus. Jeder Euro von Klimasteuern müsste investiert werden in sozusagen Erneuerungsinvestitionen. Das heißt, wenn ich Steuer für eine erneuerbare Zukunft mache, dann muss das Geld auch investiert werden für Maßnahmen in eine erneuerbare und nachhaltige Zukunft. So. Braucht man viele Menschen, die ihre Stimme erheben, die ihre Rechte einfordern. Meine Damen und Herren, deshalb brauchen wir sie jetzt. Sie, wer hat Fragen? Sie hatten wir schon einmal vorhin. Ich würde ganz gern gucken, wer noch nicht dran war. Bitte schön, dort. Da kommt ein Mikro. Ja, ja, ist klar. Ich habe 2 Dinge. Erstens, bezüglich der Wohlstandsfrage. Wir wissen, dass wir in unserem Lebensstil 2 bis 3 Erden brauchen. Das ist bekannt, also ist unser Lebensstil falsch. Das muss erstmal grundsätzlich klar sein. Und wenn wir dieses so weiterfahren, auch wir haben ja die Kurven gesehen, dann ist praktisch nur möglich, dass ein anderer Teil der Menschheit daran hungert und so weiter. Und diese Verbindung möchte ich viel stärker deutlich machen, dass wir
schuldig sind an den Dingen, die woanders passieren. Das ist das Erste. Die zweite Sache, ich höre immer, dass wir etwas tun müssen. Was mir fehlt, ist die Frage des Systems. Das ist die Frage, wer ist dafür verantwortlich? Wer ist denn der Treiber, der diese Dinge macht und nicht überhaupt nicht hier in den Diskussionen sitzt? Das ist unsere Wirtschaft, die in dieser Form praktisch dazu führt. Wir müssen doch endlich an die Wirtschaft heran, um im Prinzip zu sagen, dass sie auf diese Weise nicht weiterarbeiten kann. Auf Gewinn, das ist doch alles Gewinn, das wissen wir alles. Und ich möchte darüber sprechen, wie die Gewinnfrage hier in Deutschland verändert wird. Birmin Spiegel, können wir in diesem System überhaupt die Wende schaffen? Richtig, das ist die Frage. Also ich bin jetzt 60 Jahre alt und habe gelernt, ein einziges Beispiel, Herr Rockström, Sie sagten, klare Datum Ausstieg fossiler Energie. Das kann Deutschland sogar machen, dass alle fossilen Werke stilllegt hier in Deutschland. Aber wir importieren gleichzeitig Kohle von Südafrika und von Kolumbien. Das heißt, wir dürfen, und da stimme ich voll zu, wir dürfen nicht sagen, wir machen jetzt eine lokale, eine nationale Politik und vergessen aber, wie wir in Verträgen langfristig drin hängen, die jetzt schon gemacht wurden, um weiterhin Kohle weltweit auszubeuten. Das ist das eine. Die Systemfrage. Pah. Sie haben vorhin wunderbar gesagt, man weiß nicht auf alles eine Antwort. Also wir sind uns bei uns in der Organisation sehr einig, dass es um die Systemfrage geht. Wir merken aber, dass, Sie haben es mit dem Overshoot Day gesagt, ne? Für Deutschland bräuchten wir vier Erdplaneten. Wir leben gleichzeitig innerhalb des Systems, obwohl ich unheimlich viele Systemfragen habe, ist eine gewisse Schizophrenie. Und ich komme persönlich nur ganz schwierig daraus, weil ich selbst weiß, dass mein Lebensstil weit mehr als ein Erdplanet bräuchte. Allein durch die Systeme, mit denen ich verzwackt bin. Also ich glaube nicht, dass ein Systemwandel vom Himmel fällt, aber ich glaube, dass der Himmel, die Atmosphäre allen gehört. Und insofern ist der Himmel auch politisch. Also das jetzt merken nicht, wir uns. Das war, glaube ich, ein Satz von einer Mitarbeiterin von Ihnen in Potsdam, dass der Himmel allen gehört. Also vielleicht, das wäre eine interessante Frage, wie können wir da dran gehen an diese Systemfrage, wo die Interessen, Frau Zahnt hat es gesagt, ich habe es gesagt, jetzt bei den Botschaftern im Amazonas Anrainer, die wirtschaftlichen Interessen stehen über den Menschenrechten. Das zeigt eigentlich die Ohnmacht an, wo wir sind, aber ich bin dennoch hoffnungsvoll, dass wir das schaffen. Mhm. Die nächste Frage, Anregung, Idee. Bitte schön. Thank you, Gregor Hagedorn, here in Museum. Meine Frage geht an Johann Rockström, deshalb hatte ich auf Englisch angefangen, Gregor Hagedorn, Museum für Naturkunde. Vielen Dank für diesen fantastischen Vortrag, wirklich. Sie haben schon im Vortrag erwähnt, diese Botschaft muss raus, die muss viel breitere Kreise ziehen. Deshalb eine ganz konkrete Frage. Können Sie die Grafiken, die guten Grafiken, nicht jedes Foto, können Sie das unter einer offenen Lizenz zur Verfügung stellen, unter einer offenen Lizenz, die es möglich macht, das auch in Wikipedia zu verwenden, also eine CC BY, CC BY SA Lizenz. Das ist immer wieder ein Problem. Es gibt so viele wunderbare Kommunikationsmittel aus der Wissenschaft, die aber dann wieder nicht verfügbar sind. Auch der Wedding Cake ist nicht verfügbar, den Sie erwähnt haben. Ich möchte die Heinrich-Böll-Stiftung lobend erwähnen. Ich finde das ganz toll, dass der Fleischatlas, der Energieatlas, alles unter offenen Lizenzen steht. Sie müssen die Frage, vielleicht können Sie sie nicht beantworten, aber vielleicht können Sie eine Einschätzung geben. Danke. Ich kann eine direkte Antwort geben. Wie der Himmel allen gehört, sind meine Slides auch das Eigentum aller. Ich bin ein Diener aller. Ich möchte das gerne teilen. Und so viel Momentum wie auch immer damit auslösen können, das ist ja ein wichtiges Element dieser Reise, dass wir da wirklich eine Bewegung hinkriegen, ja?
Also, ich kann Ihnen nur sagen, nichts würde mich glücklicher machen, wenn Sie diese Wedding Cake nutzen würden. Meine Frage geht in eine politische Richtung. Ich finde alles, was Sie sagen, sehr nachvollziehbar, aber auch sehr beunruhigend. Was Sie sagen, schreit nach schnellen und radikalen Lösungen. Da bin ich ganz bei Ihnen. Ich bin Aktivistin bei Ende Gelände und wir fordern den sofortigen Kohleausstieg. Also das liegt mir jetzt nicht fern. Man kann den IPCC-Bericht interpretieren, dass man sagt, das geht nicht zusammen mit dem Kapitalismus. Meine Frage ist, geht es zusammen mit der Demokratie? Also wie können wir mit diesen Voraussetzungen, die wir hier gehört haben heute Abend, Handlungsspielräume freihalten, nämlich Handlungsspielräume, die unsere Demokratie dringend braucht? Wie können wir eine offene, gestaltbare Zukunft erhalten mit diesen beunruhigenden Prognosen? Oder können wir das überhaupt? Barbara Unmüßig, das geht direkt an Sie. Ja, ich finde es, also, ja, ich meine, wir sind in 33 Ländern weltweit. Und ich kann einfach nur sagen, das, was wir an Rahmenbedingungen erleben, was wir an Abbau politischer Rechte erleben, was wir an Repression gegenüber unseren Partnern, genauso wie bei Miserior erleben, das ist erschütternd. Weil genau das, was Herr Spiegel gesagt hat, die sich am meisten und am vehementesten gegen die Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen zur Wehr setzen, die sind mit die Bedrohtesten. Wir haben die meisten Tötungen, Ermordungen, vor allem in Lateinamerika und das ganz oft im Zusammenhang mit Bergbau, Staudämmen, großen Agrar- und Landnahmen. Ja? Und das ist jetzt wirklich ein Problem, auch insofern, dass ich mit Schrecken, wirklich mit großem Schrecken, nach Brasilien schaue, wo ein Faschist, ein Gewaltakteur, kurz davor ist, brasilianischer Präsident zu werden. Wenn ich das dann mit den Kipping Points in Amazonas in Verbindung bringe, dann kann ich Ihnen da jetzt leider nur eine relativ realistisch-pessimistische Antwort geben. Was mich aber gleichzeitig ermutigt, ist, dass diese Repression, die wir weltweit erleben, ja eine Reaktion ist darauf, dass sich Menschen wehren, dass sich Menschen erheben. Es gibt unglaublich viele große Proteste weltweit, ja, wo die Leute eben sich zur Wehr setzen. Und die brauchen wirklich auch unsere Öffentlichkeit, unsere Solidarität, damit das auch nicht nur die Katastrophen, sondern eben diese Kämpfe, die auch ab und zu mal erfolgreich sind, in die Öffentlichkeit hier bei uns kommen. Ich sehe auch mit Schrecken, dass in Deutschland auch die ein oder anderen Spielräume schrumpfen. Es ist nicht so, dass das nur was ist, was irgendwo anders steht. Und es findet auch in Polen, entsprechend in Ungarn, in Österreich, überall statt. Ich finde es entsetzlich, wenn ein Lega Nordmensch Chef des öffentlichen Fernsehens in Italien wird und so weiter und so weiter. Ich habe jetzt keine positiven Nachrichten zu geben, aber ich habe die positive Hoffnung und die Hoffnung insgesamt, dass wir, da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Spiegel. Ich finde wunderbar, was Sie gesagt haben. Die Menschen möchten, streben eben nicht nach mehr Geld, sondern nach Menschenwürde, nach Freiheit, nach Liebe, nach Respekt und nach Achtung. Und darauf zähle ich. Das wird sich durchsetzen. Da bin ich mir absolut sicher. Und dazu müssen wir aber auch unseren Beitrag leisten, damit wir diese Menschen sehen, hören, auch hierher einladen, ihnen Gesicht und Stimme geben, damit sie geschützt werden. Die nächste Frage, bitte. Ja. Könnten Sie was zu China sagen, also unter dem Gesichtspunkt Demokratie und Wirtschaftswachstum? Aber Unmüßig, wollen Sie oder wer möchte? Angelika Zahn, bitteschön. Nur so lange haben wir nicht Zeit. Ich möchte kurz zu der Frage des Wirtschaftswachstums sagen, dass in China inzwischen ein gewisses Umdenken einsetzt, dass diese Streben nach immer höheren Wachstumsraten inzwischen nicht mehr so vorhanden ist, weil einfach klar ist, mit welchen Konsequenzen im Bereich der Umwelt vor allen Dingen diese hohen Wachstumsraten erkauft sind. Schlechte Luft, verschmutzte Flüsse, verseuchte Böden. Und dass es dagegen Widerstand von der Bevölkerung gibt
Und selbst ein Regime wie das in China merkt, dass auf Dauer das nicht durchzuhalten ist. Von daher wird von dort versucht, die Wachstumsziele ein Stück weit zu reduzieren und auch mehr wieder auf Umweltschutz zu setzen. Also dieses absolute Streben nach Wirtschaftswachstum ist in China, was ja immer dafür stand, ein Stück weit reduziert worden. Barbara Unmüß, ich möchte unbedingt noch einen einzigen Definitiv Satz sagen. In Ergänzung, ich bin da knallhart, China ist auf dem Weg in einen totalitären Staat. Ja, ist so. Und da sind wir ja bei der Frage, dass China sehr gerne und oft auch hofiert wird, ne, auch von uns, ne, als der Partner im Klimaschutz. Ja, das sind sie, aber wir können nicht die Augen davor schließen, welchen Charakter dieses System mittlerweile hat, das seine Bevölkerung bis in die kleinste soziale Einheit hinein überwacht. Und das passiert. Und da sind wir, ich möchte gern noch mal was sagen. Also für mich ist völlig klar, dass die Transformation, die wir brauchen, in diesem Dreiklang stattfinden muss, von sozial inklusiv, von ökologisch und demokratisch. Und wir müssen für diese demokratischen Rechte kämpfen und nicht auch noch Ökodiktatoren, wenn sie denn mal vielleicht was Gutes tun, das Wort reden. Das müssen wir kritisieren, so gut es uns gefällt, wenn China in mehr in Erneuerbare investiert. Wir müssen die Menschenrechts- und die Demokratiefrage miteinander thematisieren. Meine Damen und Herren, wir nehmen uns noch ein bisschen Zeit. Dort hinten kommt noch eine Frage. Ja, hallo. Wir haben seit einem Jahr eine neue Partei im Deutschen Bundestag. Das hat schon oft für viel Veränderung gesorgt. Und die sind sehr aktiv im Bereich Klimaschutz. Ich habe mir die zweifelhafte Mühe gemacht, mal ein paar Reden von denen zu hören und mir ein paar Facebook-Foren der AfD anzugucken. Das ist eine ganz andere Sprache. Und ich frage mich jetzt, wo so massiver Zweifel an Wissenschaft kommt, Fake News-Debatte, total alternative Fakten über Facebook verbreitet werden, wie gehen wir damit um? Sagen wir, naja, das sind ja nur 15%, die kann man ignorieren. Oder müssen wir sagen, da sind die anderen Parteien so stark getrieben von denen, da muss man eine aktive Antwort haben. Und sowas wie der IPCC-Bericht ist ja nicht das, was da massenhaft tatsächlich gelesen wird. Herr Minspiegel, haben Sie darauf eine Antwort? Ich brauche Ihre Hilfe. Also, ich kann sagen, was ich versuche dagegen zu tun. Wir versuchen mit vielen anderen zusammen in die Kneipe zu gehen, auf die Straße zu gehen, im Bahnhofsteg spreche ich Leute an. Versuche das, was wir heute Abend hier debattieren, an diese Orte einzubringen, zu diskutieren, Verständnis zu erringen. Ich mache ein Beispiel. Wenn ich irgendwo einen Vortrag habe über die SDGs, frage ich im Bahnhof, kennt jemand die SDGs? Nein. Logisch. Aber wenn ich dann frage nach Ungleichheit, frage nach Teilhabe, frage nach Menschen, da ist sofort da und bringt die dann in Verbindung. Und ich möchte nicht unterschätzen die politische Sensibilität und das Gespür, dass den Pfad, den wir eingeschlagen haben, dass der nicht zu mehr Lebensqualität führt, ich glaube, der ist sehr breit. Nur die Art zu antworten, die ist sehr unterschiedlich. Und da kann ich natürlich mit einer Partei, das geht nicht. Da gibt es eine klare Grenze. Johann Rockström, haben Sie Erfahrung damit? Wie redet man mit Rechten? Und mit Klimaleugnern? Yes, so the following answer. Das werde Sie jetzt wahrscheinlich überraschen. Das kommt aus Jahrzehnten von Versuch und Irrtum und schmerzhafter Diskussion mit den Klimaleugnern und mit rechtsradikalen Populisten und Nationalisten. Ich komme zu dem Schluss. Es interessiert mich nicht, mich schert mich nicht drum. Wir haben keine Zeit, mit diesen Leuten zu diskutieren. Wir dürfen nicht unsere Zeit und Energie verschwenden, nicht überzeugbare Leute zu überzeugen. Und sie sind eine Minorität. Es gibt 15%, die im Raum sind. Hier wahrscheinlich auch unter denen, die engagiert sind. Aber man hat auf der anderen Seite auch mal 15%.
das sind die sind auch um die 15%. Das sind diese Rechtspopulisten, diese Leugner. Und es ist interessant, wie diese Parameter zusammenfallen. Ein anderer Parameter, das sind meistens Männer und die sind meistens Rentner. Junge Leute hinterfragen nicht die Klimaforschung. Ja? Ich bin total gelangweilt und sehr leid. Und das ist eine Zeitverschwendung, mit den Leuten zu diskutieren. Ich weiß, das ist keine gute Antwort. Wie Sie ja gesagt haben, wir müssen die Wahrheit weiter kommunizieren. Aber wir haben die Joker-Karten. Wir haben nicht nur die Wahrheitskarte, wir haben auch die Karte, die zeigt, dass die Reise zu einer Welt ohne CO2 attraktiver ist. Wir haben die Joker-Karte, die anderen nicht ziehen können. Und deswegen kann man sich sicher sein, man sollte sich von diesen Klimaskeptikern nicht zu sehr runterziehen lassen. Ohne Mikrofon geht das nicht hier. Nicht gemeldet haben. Ich würde mich freuen, wenn wir möglichst viele Leute in die Debatte einbeziehen könnten. Deshalb machen wir die Runde bei denen, die bisher noch nicht gesprochen haben. Bitte schön. Und dann gehen wir dort hinten hin. Also ich merke, ich werde ein bisschen ärgerlich mit uns hier auch in der Diskussion. Und ich habe zwei Punkte. Einmal, wir haben jetzt Wahl in Bayern und eine sehr positive Entwicklung ist ja dort, dass die AfD eher zurückgeht. Die Grünen gehen nach oben und die CSU kriegt zu Recht eine gegen das Schienbein. Also ich finde es wichtig zu sehen, wo sich auch Dinge positiv entwickeln. Der zweite, wahrscheinlich wichtigere Punkt, die meisten, die hier diskutieren, sind meine Generation. Ich glaube, wir, die auch seit 20, 30 Jahren im Thema sind, sind zum großen Teil, stecken wir fest in unseren eigenen Diskursen. Ich hatte eine sehr interessante Beobachtung bei einer Diskussion zur Global Health Strategie der Bundesregierung, wo 5 Expertengruppen gearbeitet haben, Positionen zu entwickeln. Darunter war die Jugend. Das Papier von ihr war das am klarsten definierte. Klimawandel war klar ausgedrückt. Die haben die Diskussion geführt. Und ich denke, was sehr wichtig ist, gerade für die, die seit 30, 40, 50 Jahren in der Diskussion sitzen, dass wir den jungen Menschen zuhören und dass wir von ihnen verstehen, wo es lang geht. Weil wir alleine in der Art, wie wir es machen, wir führen die Diskussion zum Tode. Vielen Dank, das ist doch ein sehr, sehr guter Ausblick. Wir nehmen das mal als Statement und dort hinten kommt die nächste Frage. Ich sehe es gerade nicht. Können Sie die Hand heben? Ja, danke. Ich kann jetzt auch nicht damit dienen, dass ich jung bin. Ich möchte jetzt aber trotzdem noch mal aufgreifen, einmal die Frage nach den, vielleicht auch noch mal nicht nur China, sondern überhaupt den BRICS-Staaten, dass ich mich frage, was ist eigentlich gewonnen, wenn wir hier jetzt von unserem sehr, sehr, sehr geringen Wachstum noch ein bisschen reduzieren? Und ja, was ist damit jetzt im globalen Maßstab in Bezug auf Klimaschutz gewonnen? Und wäre es nicht eher eben daran, dort Einfluss zu nehmen, wo mir total unklar ist, wie das gehen soll? Und auch noch die Frage nach der Demokratie, nämlich mir ist nicht klar, wie das gehen soll, ohne Verbote, jetzt wiederum auch hier zu reduzieren, sage ich jetzt mal vereinfacht. Wenn, ich sehe das nicht, dass zum Beispiel gegen eine Ökosteuer, das ist ja nicht nur so, dass Angela Merkel sich da nicht bewegt, ich sehe das auch nicht für mehrheitsfähig an in der Bevölkerung, wenn sich damit verbindet, dass sich Produkte und insofern wieder Konsumwünsche verteuern. Angelika Zart, was macht man da? Bringt das hier überhaupt irgendwas? Es bringt was und ich möchte zuerst mal widersprechen, wenn Sie sagen, wir haben ja so geringe Wachstumsraten. 1% von unserem hohen Bruttoinlandsprodukt entspricht 10% in China. Von einer viel niedrigeren Ausgangsbasis. Von daher ist dieses Denken in Wachstumsraten schon irreführend, rein mathematisch. Wenn Sie von einem hohen Niveau ausgehen, dann sind geringe Wachstumsraten vom Niveau her auch an CO2-Emissionen eben sehr hoch. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist, dass wir hier zeigen müssen, dass wir auch ein gutes Leben führen können mit geringem wirtschaftlichen Wachstum.
damit in den Entwicklungsländern, die wachsen müssen, damit sie überhaupt ein menschenwürdiges Leben führen können, die aber nicht die Illusion haben können, so hohe Niveaus an Wirtschaftsleistung zu erreichen, wie wir in den Industriestaaten. Von daher müssen wir beides machen. Zum einen hier mit unseren Wirtschaften zeigen, dass es mit weniger Energie und Ressourcen geht. Und das andere, dass es wir auch gut leben können mit einer geringeren Wirtschaftsleistung. Das sind die Herausforderungen. Und da kommt es nicht so drauf an, wie groß nun die CO2-Einsparung ist, die in Deutschland geleistet wird, absolut, sondern auch das, was damit in anderen Ländern bewirkt werden kann. So, gibt es noch eine weitere Frage von jemandem, der sich noch oder die sich noch nicht gemeldet hat? Bitte schön. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob ich jetzt der Jüngste war in der Runde, aber ich sehe vielleicht ein bisschen jünger aus, genau. Ich habe an Herrn Rockström eine Frage, und zwar würde ich gerne wissen, wir haben sehr negativ jetzt gesprochen, ich würde gerne von positiven Beispielen hören, wie auch Technologie uns weiterbringen kann. Also können Sie vielleicht ein, zwei Dinge aus Ihrer Erfahrung kundtun, die irgendwie einen positiven Einfluss haben, wo wir auch das, was wir jetzt erarbeitet haben, unser Wissen und die Technologie eingesetzt haben? Yes, well, ich habe ja versucht, ein Beispiel zu geben. Exponentielle Erhöhung von verschiedenen Wachstum von erneuerbaren Energien, Solar, Wind. Wir laufen in eine Richtung zu einem solchen Punkt. Die Frage ist nicht mehr, ob wir die Energie weltweit dekarbonisieren, sondern wann. Aber die Frage ist ja, und wir brauchen noch eine Strommobilität in unserer Welt. Ob wir das in unserem Leben noch erlangen, weiß ich nicht. Und dann, wir sehen ja auch in der Aluminium- und Stahlindustrie Fortschritte bei der Verwendung nicht von Kohle, sondern von Wasserstoff hier für die Produktion von Aluminium und Stahl. Und dann gibt es auch weitere Entwicklung, zum Beispiel in der Bauindustrie, weg von Beton, weil Beton ist enorm. Und dann auch natürlich der Hausbau mit Holz. Und das ist auch eine enorme Kohlenstoffsenke. Es gibt bald Papers, die beweisen, dass wir ein nachhaltiges Lebensmittelsystem haben würden. Das wäre ein großer Beitrag zum Bleiben innerhalb der planetären Grenze. Es ist möglich. Also es gibt verschiedene Evidenz sozusagen zu technologischen auch Chancen. Warum sitzen wir hier still und warum kriegen wir diese Transition sozusagen nicht sozusagen gelöst und man kann das auch in der Broschüre nachlesen. Es geht ja im Moment darum, wie kommen wir denn eigentlich weiter. Wir machen jetzt noch eine schnelle Abschlussrunde hier auf dem Podium, meine Damen und Herren. Pirmin Spiegel, sagen Sie, welchen durchschlagenden Satz würden Sie gerne vom Papst zum 1,5-Grad-Bericht hören? Alles besonders die, mit Blick auf die am meisten Verletzlichsten sollten die, die die Ursache sind für die Verletzungen, schauen, dass sie möglichst kompatibel Lebensstil mit den 1,5 Grad hinkriegen. Angelika Zahn, das große Ding, das die Regierung bis Weihnachten machen muss? Ein Klimaschutzplan, der dazu beiträgt, das 1,5 Grad Ziel zu erreichen. Barbara Unmüßig, Akzeptanz hat auch immer was mit Branding zu tun. Was sagt man anderes als Degrowth? Ja, ich würde schon sagen. Mit Mikro, bitte. Anders leben wie mit weniger Auskommen. Und Johann Rockström, hat Angela Merkel Sie schon angerufen? I'm very disappointed, not yet. Ich bin sehr enttäuscht, noch nicht hat sie angerufen. Die werden Sie treffen? Welchen Satz würden Sie ihr dann unbedingt sagen wollen? Eines Tages werden Sie sich treffen, da bin ich ganz sicher. Welchen Satz würden Sie Angela Merkel dann unbedingt sagen wollen?
Decarbonizing the German economy is your big opportunity to take Germany to the next level. Das der deutschen Wirtschaft wird sie in die Modernität bringen. Sant Baba unmüßig, Johann Rockström, ganz herzlichen Dank. Und Johann Rockström, für Sie haben wir noch ein kleines Willkommensgeschenk. Wir wünschen Ihnen alles Gute bei Ihrer Arbeit und lassen Sie wieder von sich hören. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und meine Damen und Herren, damit die Erde kein unbewohnbarer Ort wird, müssen wir unsere Wirtschaft ändern. Das ist ganz, ganz klar geworden. Das wissen aber auch schon die meisten. Ich glaube aber, dass es einen wirklich neuen Schwung gibt und es werden einfach immer mehr, die nicht so weitermachen wollen wie bisher. Man kann das zum Beispiel auch daran sehen, das ist nur eine Kleinigkeit, aber ich finde sie bemerkenswert. Wettermoderatoren twittern jetzt auch zum Klimaschutz und zum Klimawandel. So hat heute Öztin Terli vom ZDF getwittert, wird der Klimaschutz demnächst von Gerichten gemacht? Er verweist damit auf die Niederlande, wo eine Umweltgruppe vor Gericht erzwungen hat, dass die Regierung sich stärker um den Klimaschutz kümmern muss. Es tut sich wirklich was. Deshalb, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank fürs Zuhören, Mitdenken und Mitdiskutieren. Es gibt jetzt noch einen ganz, ganz kleinen Ausschank, glaube ich. Man kann jetzt bei einem Glas Wein noch weiter reden und diskutieren, wie es weitergehen kann. Ich sage noch ein ganz großes Dankeschön an die Dolmetscher. Ich glaube, das ist nicht so richtig einfach. Die Kopfhörer, meine Damen und Herren, geben Sie bitte wieder alle ab. Ich wünsche Ihnen, dass Sie später gut nach Hause kommen und sage Tschüss, vielen Dank.